Bei dir ist es wahrscheinlich ein bisschen länger. So, jetzt sollte. Also, Ich habe den jetzt neu gestartet. weil es bei dir später war als bei uns. So. Nee, das hat schon die ganze Zeit hier oben offline. Ich habe das noch nicht richtig gesehen. Ja, das siehst du auch, wenn das Bild ja nicht mehr da ist. Mit dem scheiß Internet hier. So kann ich jetzt kein zweites Fenster hier mehr starten. Ey, So, ganz es ehrlich, geht da wieder drin. weiter. Wir sind wieder online. Ja. Es gab wieder kurzzeitig irgendwelche Probleme. Ja, wahrscheinlich. Ja, starte ich das so, scheiß Rechner. Fahrplananzeige, Buchfahrplan. So. Dahin mit dir. Ne, dahin sieht man mich dann wieder nicht. So. Seht ihr alles auch? Ja, wir sehen alles. Gut, Ja. dann starten wir jetzt ja. Herzlich willkommen zum Livestream. Das ist ja unerheuerlich, dass das jetzt schon am Anfang wieder rumspackt. So, wir starten mit Zusee 3, eines der besten Bahnsimulatoren, die es derzeit auf dem Markt gibt. So meine Sache, also meine Entscheidung und mein Gerede. Wir fahren jetzt die obere Ruhrtalbahn. Das ist eine zweigleisige, nicht elektrifizierte Strecke der ehemaligen Verbindung Aachen-Kassel. Also wir starten in Bestwig und gehen in das Jahr 1981 zurück und fahren mit einer V160-Lokomotive der Reihe 216 Ozeanblau Beige und fahren mit einem Nahverkehrszug. Das heißt, wir werden an allen Unterwegsstationen halten und fahren von Bestwig nach Warburg. Fahrzeit ungefähr 65 Minuten. Wir starten im Morgengrauen. Alles ist natürlich schon eingestellt, also noch eingeschaltet. Hier Zusi-Display, Ebola und natürlich der Zugfunk und die Ansagen. Und ich denke mir mal, dann starten wir mal mit Start. Starten. So, ich hoffe, alles ist auch zu sehen. Ja, also wenn es nochmal Probleme gibt, einfach nochmal reinschreiben, ja. Ja, ich meine ihr. Ihr seht ihr alles hier beiden? Ja, Sehr also wir sehen anders. auch alles. Also seht ihr auch den Ebola? Ja. Ja. Sehr gut. Nicht, dass ich dafür noch ein extra 1000 Fenster machen muss. Nee, brauchst du nicht. Oh, es regt mich, weißt du, auf. Da startet man Livestream und dann spinnt da drum. Erst springt das Programm rum, dann springt das rum, das, das, das. Das hasse ich. So, das Display und alles, das muss ich gleich noch einstellen. Deswegen soll er erstmal laden. Da kommt sowieso erstmal die Nachricht, dass man den Zug aufgleisen muss und sowas in der Art. So, gut, das weiße Zugdaten, das brauchen wir jetzt gleich auch nicht. Das mache ich gleich aus. Unsere Höchstgeschwindigkeit ist übrigens Tempo 120. So, wir starten jetzt in Bestwig. So, Zug Nummer 6481. Zugnummer 6481. E. So. Mache ich den mal ein bisschen größer in Ebola, damit man das auch sieht. So, verdunkeln wir das Ganze. So, Zugfunk gibt es hier nicht. Schaffner ist mit dabei. So, System ist digital. Zugnummer ist 6481. Ja, also so wie ich das jetzt gelesen habe, Fahrzeugführerstand. läuft alles. Gut. DB Regio. Annehmen. Annahme erfolgt. LR 6481. Bestwig-Olsberg. So, das minimieren wir mal. Das kann ruhig im Hintergrund laufen. So, das steht dann immer da oben drüber. Zug wird aufgegleist ab 6 Uhr. Deswegen mit der Taste F4 können wir das auch vorspulen. Das geht dann danach recht zügig. Geht da, liegt dann halt an eurem Arbeitsspeicher und Prozessor und Grafikkarte, wie er das halt verarbeiten kann. Bei mir geht das relativ sehr schnell. Es wurde gefragt, ob du den Zugfunk ein bisschen kleiner machen kannst. Was? Ob du den Zugfunk ein bisschen kleiner machen kannst, wurde gefragt. Du meinst den Ebola? Nee, den Zugfunk Hat auch den übrigens. Zugfunk minimiert. Oh, dann hängt bei mir das Ding. Müssen erstmal ein bisschen hier die Lautstärke mal leiser machen.
So. Wir stehen in Bestwig. Das ist unsere Puppe-Rote 216. Schöne Puppe-Rot. Das heißt, der F11 und F12 könnt ihr einmal. F12 ist einmal die hintere Wageneinheit und F11 unsere Lok zu sehen. Und das ist der F9, setzt man sich dann wieder in den Führerstand. Bürgerstand. Wir stehen in Bestwig. Bestwig, links das ehemalige Bahnbetriebswerk. Die Station sieht übrigens heute nicht mehr so aus. Der grüne Kreis bedeutet Abfahrt. Das heißt, wir können abfahren. Es ist Schaffner macht hier die Türen zu. Das heißt, wir brauchen nichts machen, einfach nur bremsen und abfahren. Genau. Ausfahrt Bestwig. Die Stationen sehen übrigens heute nicht mehr hier so aus. Heute sind es nur noch zwei Gleise mit einem modernen Bahnsteig, Aufzug und alles. Das heißt, heute sieht es hier nicht mehr so aus. Das Bahnbetriebswerk von Bestwig befindet sich auf der linken Seite. Das ist auch heute nur noch von Gras überwuchert. Unsere Höchstgeschwindigkeit ist hier gleich Tempo 80 ab Abzweig Nuttlar. Dort zweigt nämlich die Strecke nach Winterberg ab. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie ganz herzlich auf dieser Zugfahrt und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station, Ohlsberg. Ja, den Sound finde ich sehr schön immer. Ja, 216. Hört sich ein bisschen anders an als die 218. Ist halt nicht so stark. Die Strecke, die gleich im Abzweig Nuttlar rechts abzweigt, führte sogar damals auch bis Frankenberg-Eder. Die Strecke ist allerdings heute ab Winterberg stillgelegt. Das Einzige, was ich. Ja? Das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde, ist die Ansagen von Mozart in sämtlichen Zugangsführungen. Ja, in 80er Jahren hat Mozart auch schon Ansagen gemacht. Nein, Spaß beiseite. Genau. Gummi zu 116. Unsere Strecke steigt hier stetig an zum Ellerighäuser Tunnel nach Brilon-Wald. Überfahrt Bigge. Oder die Ruhr, wenn man da noch ist. Ne, die Ruhr ist das, die entspringt ja hier. Shadow Run 2 hat uns da mit Philipp beim 85. Woher weißt du den ganzen Scheiß über die Bahn? Gebührt mein Respekt. Ja, ich alles gelernt durch Videofilme und Bücher, ne? Deswegen. Hier der ehemalige Bahnhof von Nuttlar. Heute sieht es hier ganz anders aus. War herrlich, ich liebe Loks mit Stufenrad. Herrlich, ne? Ja. Die Strecke nach Winterberg zweigt jetzt rechts ab. Lok hat übrigens auch keine E-Bremse, keine elektrische Bremse. Die 218 hat eine. Mit der kannst du auch ganz sanft schön bergab fahren. Kannst du schön mit der E-Bremse immer. Ist ganz angenehm. Hier ist es allerdings ein bisschen anders. Das 440. Führerbremsventil und Zusatzbremse mehr nicht. Jetzt muss unsere 216 ein bisschen arbeiten. Hier geht's bergauf. Ich finde es auch sehr schön, wie sie sich ganz sanft in die Kurvenüberhöhung reinlegen. Ja. Also jetzt funktioniert auch alles, ne? Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ich habe den Ebola auch auf die linke Seite gepackt, weil sonst sieht man mein Bild dann nicht in der Kamera. Weiß ja gar nicht, ob er das überdeckt. Das ist dann ein bisschen doof. Ja, bei mir lädt er alle 3 Sekunden nach. Kurze Erklärung zum elektronischen Buchfahrplan. Es ist übrigens auch der reale. Da stehen die Streckenhöchstgeschwindigkeiten, die Kilometrierung, das heißt in dem Fall, wo dieses viereckige mit der Spitze nach oben, das ist gerade unsere Position, befinden uns praktisch kurz vorm Strecken mit der 231,8.
kurz vorm Schellensteintunnel. Dort stehen auch immer die ASIG und ESIG, also Einfahrsignal und Ausfahrsignal, die jeweiligen Höchstgeschwindigkeiten, auch die Durchfahrtszeiten, zum Beispiel ab Zweignuttler 604 haben wir auch pünktlich passiert. Und auch der nächste Halt ist Ulsbeck, steht auch die tatsächliche Ankunftszeit, an der wir auch da sein müssen. Rechts unten der Bahnhof Wigge der Strecke nach Witterberg. Kann hier auch so ein bisschen rausgucken, auch in die Luft, wenn man zum Beispiel vom Signal zu weit nahe gehalten hat, fällt das nach oben und unten. Eine Frage von BA143-Treiber. Ja. Stimmt es eigentlich, dass die 218 auch ICEs ziehen bzw. schieben kann? Ich ja, nee, ziehen, das ist zum Abschleppen. Eine Abschleppkupplung. Achso, ja. In die 218 nach der Schellensteintunnel. Auch sehr realistisch, wie schön Stadt. Nächste Station, Ulsberg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Einfahrt frei, Ausfahrt halt erwarten. Schon auch mit alten Wagen, der grüne hinten dran. Der grüne. Die sehr schön. Schon mit Klotzbremse. Laut. Ulsberg. Also O405. HP1, Ausfahrt frei. Herrlich, der Standsound von der 216. Tuk, 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 tuk. Bitte, Baureihe 112 hat geschrieben, wie würdest du die Rheinbahn mit den Stadtwerken Münster vergleichen? Das ist aber eine schwierige Frage. Schwierig. Rheinmann hat ein größeres Netz. Mhm. Nächster Halt, Brilonwald. Wurde gefragt, ob du die Ebola ein kleines bisschen größer machen kannst. Was kann ich machen? Ob du die Ebola ein klein wenig größer machen kannst. Ja, kann ich machen. Aber auch nicht zu groß, ne? Nee, sonst sieht man ja nicht viel. So. Jetzt sollte das ein bisschen größer sein. Oh, gib ihn! Jetzt sehen wir auch gleich, wie das Ausfahrsignal runtergeht. Offenbar sehen wir das noch. Ja, das sollte jetzt passen. Nee, leider nicht mehr. Es dauert zu lang. Jetzt gib ihn! 216. Popperot! Schon in der letzten Fahrstufe, die soll mal hier ein bisschen qualmen, die Lok. Ja, das gehört ja dazu, zu der. Jetzt sollte besser sein, der Ebola, ne? Ja. Das war nicht der. Ja, 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 gut. Ja, jetzt seht ihr auch vernünftig die Abfahrtzeiten und so weiter. Der Ron99 fragt, kommt der Stream auch auf YouTube?
Ja, denke ich mal schon. Nächste Woche dann irgendwann, weil ich den dann noch ein bisschen schneiden muss. Die ganzen Störungen da, das muss ja nicht sein, das kann ja raus. Aber wir müssen ja auch die ganzen Ach, Pausen stimmt. rausmachen und sowas, weil das braucht man ja bei YouTube. Was? Die Pausen müssen ja auch alles raus. Ja, das schneide ich ja dann. Das ist ja kein Problem. Ich Das habe ja. habe ich immer schon gemacht. Früher war die Strecke auch eine Hochburg Dampflokomotiven. Hier fuhren natürlich auch zahlreiche Baureihen, die Reihe 01, natürlich auch die 41er. Heute fahren hier Triebwagen der Reihen 628 und der Regio Swinger 612. Leider ohne Neigetechnik. Nicht so wichtig. Würde lieber hier wieder 218 mit N-Wagen sehen, das war viel spannender und schöner. Philipp, ja, BR 143 Driver schreibt, was hältst du von der Neubaustrecke Erfurt-Leipzig-Halle? Unnötig. GBFN, das ist die neue Schnellverkehrstrasse der Deutschen Bahn. Unser Zug erreicht gleich den Ellerring-Häuser Tunnel. Dieser Tunnel ist der längste der Strecke und der Tunnelausgang befindet sich kurz vom Bahnhof Brilon-Wald. In dem Tunnel erreichen wir auch den Scheitelpunkt der Strecke. Von da an geht es nur noch bergab, hinab ins Diemeltal. Verkehrsprojekt Deutsche Einheit. Das ist dann also die Ost-Süd-Trasse, die irgendwann mal bis München führt. Ebola steht dann auch immer die jeweilige Verspätung. Das ist neben diesem ZF, also Zugführer, also Schaffner ist auch mit dabei. Das heißt, wenn da steht kein ZF, heißt nicht kein ZF-Getriebe, sondern kein Zugführer, also Schaffner ist dabei. Und dann steht da immer plus 05, das heißt, wir sind zurzeit ja eine halbe Minute später dran oder minus wird dann halt verfrüht. Jerome fragt, Philipp, wie findest du den Mercedes-Benz U405? Den finde ich gut. Kann ich empfehlen, ihn zu kaufen. Der ist echt super gemacht. Der wird aber auch heute gefahren. Ja, später. Paul KWS7 fragt, was ist der Unterschied zwischen 2016 und 2018? Der Unterschied ist ein bisschen in der Übersetzung und die Zugkraft ist ein bisschen schwächer bei der 216. Die hat auch keine E-Bremse, wie man deutlich sehen kann. Und Optik. Die ist genau optisch, sieht ein bisschen, ja, von optisch sieht die eher gleich aus. Ja. Aber von der Inneren ist sie ein bisschen anders und die ist auch für leichte Güterzüge und leichte Personenzüge gedacht. Also für schwere war da eher die 218 gedacht. Wir haben natürlich jetzt nur vier Kästchen, einen Packwagen und ein paar Wagen dran. Das ist ja eigentlich auch schon keine Überforderung für die Maschine hier. Hier der ehemalige Bahnhof von Ellerringhausen. Die halten keine Züge mehr an. Hinter der Kurve wartet auf uns der Ellerringhäuser Tunnel. Das Einfahrsignal von Brilon Wald kommt auch hinter dem Tunnel. Da kommt der Gegenzug Richtung Hagen. Mit ein paar Kästchen. Mit einem Kasten reicht doch. Ein Wagen. Hier das Einfahrsignal von Brilon Wald. Es zeigt Einfahrt frei. Was du jetzt hier hörst, was? machst jetzt für Blinde auch mit. Ja, wahrscheinlich. Nächste Station, Brilon Wald. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja? Bitte? Wie du die Lok BR245 im Real findest. Wie ich die finde? Ja, wurde gefragt. Von. Naja, ich bin nicht so Fan von den modernen Dieselloks. Magst du lieber eher Ludmilla oder 218 oder sowas? Ich bin da halt damit aufgewachsen.
Von rechts nähert sich die Strecke aus Korbach. Mariko fragt, wird auch noch auf YouTube und so alle näher 151er vorgestellt? Nee, bei mir nicht. Hat erstmal keinen Bock für TS6. Der schickt sich jetzt auf zu. Knallen gut rein hier, Einfahrt. Oh, da schicken Trainspotter hier. Philipp, hast du selber schon mal eine Ludmilla gefahren? Fragt BM143 Driver. Nee, selber noch nicht, aber eine 111 habe ich damals gefahren. Wir sind pünktlich. Nee, Ludmilla noch nicht. Muss aber mal nachholen. Ja, Ludmilla, richtig. Vollgas. Also, Amirko Gaming, ich glaube, die Frage, wie er zusieht. Der Bahnhof Brilon-Wald sieht übrigens heute noch so aus. Hier zweigt übrigens links auch die Strecke nach Brilon-Stadt ab, die auch noch bedient wird. Die Strecke führte weiter damals bis Soest. Abfahrt. Cool, um sie zwei fragt, wie teuer war der neue Prozessor? 360 Euro. Ja, 360, ja. Britian CC fragt, wo wir gerade hinfahren. Wir fahren nach Warburg in Westfalen. Nächster Halt ist Hoppecke. Wie bei der Auskunft. Genau. Nächster Halt wird gleich mit angesagt. Chris 0082, ich glaube, er macht keine Videos mehr von Open Rails. Nein, das Thema habe ich eingestellt. Also da wird nichts mehr kommen. Nein. Links geht's nach Brilon-Stadt, vormals bis Soest. Soest liegt an der Strecke Hamm-Kassel. Cool, um sie zwei fragt, interessiert sich sehr für den PC anscheinend. Er fragt, wie teuer deine Grafikkarte? Meine Grafikkarte war, glaube ich, 300 Euro. Das ist eine 960er GTX von MSI, 4 GB. Ja, die kostet so viel. Ja. Heute Open End. Heute Open End, ja. Ja, dann ist mal alles. Erfurt. Von Erfurt gibt es noch keine Strecke. Nein, nein, nein. Gibt, ich glaube, allgemein jetzt aktuell noch. Die sind alle noch im Bau. Alles noch im Bau. Ja. Sind schon einige im Bau von aus dem Osten. BR143 Treiber fragt. Bist du auch schon mal durch den City Tour Leipzig gefahren? Nein, nein, noch nicht. Beziehungsweise hast du jetzt wieder von Tunnel durch die Geschichte zu. Also warst du nicht? Nein, war ich noch nicht. Aber durch den City-Tunnel fahre ich nur mit dem Taurus. Mit dem Hamster fahre ich nicht. Amirko fragt, ob du uns etwas leiser, lauter stellen kannst. Man hört uns wenig.
Euch. Das kann ich mal gleich eben machen, wenn ich nächsten Halt habe. Genau, Christian. Jetzt wird geheizt. Geheizt? Nur bei Halten in 1,5 Kilometer. Geheizt, yay. Nächste Station, Hoppecke. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Einfahrt frei, Ausfahrt halt erwarten. Ah, schön die Klotzbremsen. DB-Fan fragt Philipp, was hältst du von dem neuen Doppelstock-IC? Was ich von dem Doppelstock-IC halte? Ein totaler Müll ist das. Nicht deine Meinung. Ja, auch. Das ist zwar einfach nur wieder ein Sparversuch. Ja. Die Ausfahrt ist wieder frei. HP1. Aber man hat Segelschiff-Feeling. Das ist doch auch was Gutes. Genau. Nur ohne Wind. Bist du aber gleich auf die Nordsee eingestellt, wa? Seekrank. Ja, genau. Seekrank konnte man aber schon im 612 werden. Wahrscheinlich ist das geplant, die das irgendwann noch im Meer dann einsetzen als U-Boot-Verkehr. Fahren genau, die dann oben, da fahren die dann oben in Rostock, fahren die dann da wird in Prellbock hinaus ins Wasser. So, ich solltet ihr jetzt eigentlich gut zu hören sein, ich habe euch mal auf 4,5 gestellt. Und Abfahrt, Zug fertig! Nächster Halt, Messinghausen. Steht sogar im Ebola auch, wann die nächste Geschwindigkeitsveränderung ist. Also steht zum Beispiel ab Kilometer 2,950,1 wäre 90. Genau. Ja, das Sinn von einem Ebola. Ja. Schön wäre aber noch gerade für die älteren Baureihen einen ganz normalen Streckenplan. Ne? Ja. Ja. Das könnte man also. Ich denke, es gibt auch den handlichen Fahrplan. Dann habe ich nichts gesagt. Gibt's auch. Aber ich mache den nicht. Ich mache lieber den. Da sieht er seinen Punkt drin, also wo er ist. Ja, eben. Der Punkt. Kann man eigentlich den Türstatus im Führerstand sehen? Was kann man? Ob man den Türstatus im Führerstand sehen kann. Türstatus? Ja. Den gibt's in der 268 hier nicht. Bagelband. Der Schaffner ist ja da hinten. Der hat ja diese Zentralverriegelung. Deswegen siehst du, kurz bevor man losfährt, den Glück. Diesen grünen Kreis. Genau, den grünen Kreis, das soll also den Pfeil. Die grüne. Der Messinghauser Tunnel wird jetzt durcheilt. Das soll also die grüne Ellenbrücke. Nächste Station, Messinghausen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bitte, ich habe gefragt, wusstest du, dass Murphy beim Omni den Citaro 4.1 veröffentlicht hat? Was hat er? Ich wusste das. Ja. Wusstest du, dass Murphy bei Omni den Citaro V4.1 veröffentlicht hat? Weiß ich doch. Thank you.
finde es so auch sehr schön gemacht mit der Vegetation und so total. Ja, die gefällt mir auch richtig gut. Ist bei weitem besser als im Twenty-Gerät. Ja, könnte. Ja, ich knall immer sehr gut rein in den Bahnhof, also ich bremse immer sehr grauenhaft. So muss das auch. So hat man Ja, damals auch mal gebremst. damals wurde ja die Bahn auch noch gültig. Genau, da konnte man den Zug, die Uhr nach dem Zug stellen. Richtig. Früher konnte man auch mit einem schönes Wochenendticket 2 Tage lang für 15 Mark durch die Ja. Gegend reisen. Jetzt ist es ein Tag. Ja, und musst du Okay, aber Personen das immer eintragen, da kostet 2 Euro mehr. Was ist das für ein Rotz? dabei. Ja, da wundern sich alle, wenn alle Fernbus fahren und Auto. Obwohl ich es irgendwie auch komisch finde, dass ich, wenn der Fernbus verspätet, dass da sich niemand aufregt. Ja, ist so, ne? Da regt sich Ja. keiner auf. Aber über die Bahn, wenn Ja. es mal 5 Minuten später kommt, ah, was ist das denn hier? Das ist ja Gottes wieder Willen! unpraktisch. Ja. Das ist schon in der Fernbus, der, wenn der mal Verspätung hat, da hat er ja gleich 2 Stunden oder so. Ja. Das, ja, das sehen wir auch ein. Nächster Halt, Beringhausen. Davok 88 fragt, wann kommt Umsi? Also ich denke, das wird noch später kommen. Wir fahren ja Ja, Februar immer erst. 10, 11 Uhr oder so. Die Nacht ist ja noch. 11 Uhr oder so machen wir. Elf schon. Ja, aber das Speer, guck hin. Vielleicht spielen wir ja zwischendrin auch noch mal ein bisschen Tetris. Genau. Oder Bus-Simulator 2016. Den kannst du gleich mal ganz schön vergessen. Gleich durchfahren wir den letzten Tunnel, den Beringhausener Tunnel. Er ist der kürzeste der Strecke. Macht noch bis 100 Zuschauer. Genau, 93 Zuschauer ab 100 könnt ihr dann die Einstellung anpassen, was die Qualität gemacht. Ja. Ich mach das für einen armen Menschen in Not, der nicht den Livestream sehen kann. Ich denke, du bist heute nicht der Einzige, bei dem es heute hoffentlich ruht. Ja. Busfreak fragt, welche Zusi-3-Strecke fährst du als nächstes? Als nächstes, denke ich, fahre ich die Strecke von Sankt Peter-Ording nach Husum. Mit Lind. Kann man doch doppelt, doppelt. Brains Protocol 3 fragt, hast du heute die AKG-E10 1309 in Münster angeschaut? Nee, habe ich nicht. Ich habe geschlafen. Ich war sehr müde. Die 110 kann ich mir auch noch später bewundern. Mag die Lackierung von der E10 sowieso nicht, diese TGE. Mag ich nicht. Ah, der Gegenzug kommt wieder. Sehr schön. KI. Nach Dortmund, der Eilzug. Das eigentlich mit der KI im Zug, sie wird die automatisch. Ja. Nächste Station, Beringhausen. Oder selber. Ausstieg in Selber. Fahrtrichtung rechts.
die Mappe. Alter, nicht der Milchkanne. Ein Nachteil hat Susi 3, sagt Helge 2908. Es gibt nicht so viele Ausraster von Philipp wie bei Omsi. Ja. Das stimmt. Sehr gut gebremst. Wird die BR 425 beim Susi 3 mitgeliefert? Oder nein, noch nicht. Nein. 424 nein. Noch keine. Die kommen noch. Allgemein sind ja, glaube ich, die Add-ons dann alle Freeware, ne? Ja, richtig. Genau. Das ist der große Vorteil. Leute, keine Angst. Omsi kommt heute schon mal. So, abfahren. Wir sind alle durchdrehen, ja. Susi 3 ist doch auch schön. Was habt ihr denn? Genau. Wir können auch zu Susi 1 oder 2 fahren, das ist auch nicht. Geh mal weg zu Susi 2, ey. Ja, genau. Ich glaub, dann hauen gleich alle ab. Nächster Halt. Bredela. Cool, und Susi 2 fragt, wieso hast du auf Laurensbach Josh Ansagen ersetzt? Warum ich die ersetzt hab? Weil ich gern Linguatec mag. Wenn schon auf Alheim, dann möchte ich überall Computeransagen haben. Vollgas. Ich liebe das Makro der 216. Nächste Station, Bredela. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Einfahrt frei, Ausfahrt halt erwarten. Ja, wunderschön. Ausfahrt ZS1. Ja, herrlich. Super. Wird's da eingleisig? Ja. Bitte nachfahren. Ja, ZS1. Ja, fahrt nochmal nach. Ja. Ja, genau. ZS1, da hatten wir vor kurzem Probleme. Ja, sehr große Probleme. Jetzt dürfen wir gleich erstmal 40 km/h, weißt du, zum nächsten Signal fahren. Denn da heiz ich dann wieder mit 1900 dann. Ja. Mit Diesel wird geheizt. Mein Philipp. Oh. Ausfahrt. Stell doch mal den Fahrmotorlüfter ein bisschen aus. Hier ist es mal zu kalt. So, Ausfahrt. Bredela mit ZS1. Ihr bei sowas machen müsst, 40 km/h und Befehlstaste drücken. Ansonsten, wenn es nicht ist, anhalten, warten auf einen schriftlichen Befehl des Fahrdienstleiters.
cool, OMSI 2, ich glaube, das haben wir jetzt geklärt, wie teuer die Grafikkarte war. Welche Tasten nutzt man denn eigentlich bei Zusicherung? Numpad. Numpad. Also ja, welche dann nur PZB? Was nennt man da? Enter, Numpad Enter und Numpad End ist frei. Und Befehl ist 0. Ja. Ah, Fahren und Bremsen. Numpad 8 ist Gas geben, Numpad 5 Nullstellung und Numpad 2 ist Regel runter. Leistung runter. Ja, und Bremsen. Ja, ist so. Numpad Plus und Numpad Minus ist lösen. Okay. Da hat man da die ganze Zeit. Kann man das auch ändern? Ja, geht auch. So, unsere Strecke wird hier eingleisig. So. So. Wenn was passiert, ist der Fahrdienstleiter schuld. Genau. Ja. Ja, du fährst ja gerade nicht. Ich möchte jetzt nicht schon wieder von Bad Aibling sprechen, denn genau so eine Situation war dort auch. Ja. Mit ZS1. Aber leider ist nicht gut ausgegangen bei dieser Situation. Nächster Halt ist Marsberg. An diese beschissene Berichterstattung. Ja, ich möchte das nicht mehr hören, sonst wird mir richtig schlecht. Strecke war ja auch zweigleisig, früher das zweite Gleis wurde herausgerissen. Finde ich sehr schön gemacht, dass das Gleis dort nicht liegt. Er ist auch heute so, sieht auch heute noch so aus. Ist halt nur ein bisschen überwuchert, ne? Sehr schön finde ich auch die Strommasten, die hier dargestellt sind mit den Drähten, das ist auch richtig cool gemacht. Ja. Du siehst dran, Qualität. Mich nur eigentlich wundert, warum man eigentlich so in der Lage ist, so einen Fehler zu machen bei Signalen, also bezüglich ZS1 unwiderruflich geben, obwohl die Technik sagt, es geht nicht, es ist besetzt. Verstehe nicht, wie kommt man dazu? Ich denke, deine Frage wird sich so in mindestens ein, zwei Jahren geklärt haben. Ja. Gibt der Bundespolizei und vor allen Dingen den aktuellen... Ja, wenn ich schon das Wort Blackbox höre, Alter, der Zug hat einen Fahrtenschreiber. Ja, Fahrtenschreiber, jeder der Blackbox sagt, der sollte ein Flugzeug benutzen. Ja, auch eine sehr schöne Fotostelle. Da ist noch so eine. Ich fand das noch schöner. Ich fand das noch so schön, als in jedem Bahnhof es Fahrdienstleiter gab und Bahnhofsvorsteher. Ja. Da waren noch Leute. Da war Stimmung auf dem Bahnhof. Ja. Was, Tim, du bist gerade dabei. Ja, das höre ich. Jetzt sieht man fast überall an den kleineren Bahnhöfen, wo überall noch die Häuser stehen. Ja. Abgerissen worden, steht da hier kein Eingang oder Einsturz gefährdet. Schade. Läuft alles so weit im Chat, ja, ne? Ja, oh, sehr schön. Wunderschön. Nein, brav. Noch 5 Zuschauer, dann können wir es endlich einstellen. Gott. Jetzt haben wir das wieder gesagt, jetzt gehen sie dann gleich wieder runter. Ja, genau. Wie gerade eben. Da waren wir bei 93, dann waren wir bei 95. Ja.
Nächste Station, Marsberg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Marsberg. Ist denn das eigentlich so, dass man bei Twitch das nicht einstellen kann? Nur ein Mist. Du kannst es schon einspeichern, halt erst ab 100 oder so. Ja, aber warum erst ab? Ja, weil die Person, weil die Server ja dann zu viel zu tun haben. Stell dir mal vor, jeder Twitcher, der zum Beispiel 2 oder 3 Zuschauer hat, könnte das dann einstellen. Marsberg. Trotzdem. Doch bei YouTube auch. Daten. Wem gehört jetzt eigentlich Twitch? Hören die noch zu Amazon? Weiß ich gar nicht. Es ändert sich ja eh wieder ständig. Ist so. Gibt's denn eigentlich N-Wagen für Zusi? Ja, sicher doch. Das ist ja die Hauptsache. Das ist die Hauptsache gewesen. Auch X-Wagen? X-Wagen gibt's noch nicht, nein. Noch, schade. Noch nicht. Aber das muss unbedingt hinzugefügt werden. Ja, kommt. Kommt ja alles. Mit dem Ruhrpott sowieso. Ja. 143 ist schon im Bau und 112. 99 Zuschauer. Jetzt geht noch ein. Da können dann werden es wieder weniger. Abfahrt. Wenn das dann wieder drunter geht, ist das dann wieder nicht mehr so. Kadettpilot hat geschrieben, Twitch gehört zu Amazon. Ja, immer noch. Ja, gut. Es kommt noch einer. Wie lange fahren wir zu C3? Ja, erstmal ist das Stream Open End und wir fahren zu C3 so lange, wie wir bitte möchten. C3 bis zum späten Bleib Abend. Bleib einfach auf der Leitung. Kriegst du alles mit. Genau. Wir machen ja auch mal noch Pause. Pause machen wir um 9. Genau. Das ist ganz gut. Da läuft dann die schöne Pause. Gleich geht's weiter. Genau. Den Rest verraten wir euch nicht, das sollt ihr selber lesen. Oh, jetzt können wir 120! Heizen! 216, jetzt zeig mal, was du kannst. Oh, AB1, da kommt was. Ich liebe so Strecken, wo noch Flügelsignale sind. Formsignale. Ja, das ist schön. Ja. Herrlich. Eisenbahnromantik. Genau. Mit Haken von Ortloff. Ja. Und hier ist Schleichwerbung. Aus Zwickau. Nächste. Nach Haken. Kurzzug. Nächster Halt Westheim. Runde 2 Zuschauer, man kann es ab sofort einstellen. Wenn es dann nee. Ich glaube, das muss jetzt 4 oder 5 Minuten erstmal drauf bleiben und danach kann man das sein schon. Ich hoffe, es ist für dich. Hm? Ich hoffe, es ist für dich. Also dieses realistische Zuggefühl ist in Susi phänomenal umgesetzt. Einen immer neidisch macht. Ja. Das ist gemein. Ui, jetzt haben wir aktuell gerade eine böse Zuschauerzahl. 101. I. Ja, genau. Bitte, komm, schießen. Ja.
Nächste Station, Westheim in Westfalen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Klotzbremse, richtig geil. Der Sound. Also ich weiß ja noch nicht, ob, warum sie dich noch nicht angeschrieben haben, dass du hier ein paar Sounds anschließt. Ja. Philipp, das neue Soundboard. Ja, Soundboard. Boah, jetzt bremse ich aber richtig grauenhaft. Jetzt musst du mal auf dein Dach gucken. Oh ja, die Nase geht ein bisschen arg schnell runter, wa? Also war das zur Bundesbahnzeit. Aber ich hab gelöst noch, ne? Ich löse ja immer. Es passt schon alles. Ja. Wir haben eine Minute rausgeholt. Eine Minute. Die fahren weitaus schon. Wir haben eine Minute rausgeholt. Ja. Sehr schön. Eine Minute. Ja. Wie hast du denn Verspätung? Ich hatte 2 Minuten wegen ZS1 da. Ach so. Ja, passt schon. Das geht ja. Nächster Halt. Wrexen. Jetzt geht's mit der Source dann. Kannst du einstellen, ja. Ja, aber wenn es laufen würde. Wir haben 109 Zuschauer aktuell. 109? Ja. Steht 109, Holzroller. Die 11. Nee, 109, Holzroller, die 11. Kenn ich. Ich finde auch so unterschiedlich die Sounds, wenn du 216 fährst, anderer Sound, 218, anderer Sound beim Stufenrad und alles. Also diese Unterschiede, ne? Das ist schon echt gut gemacht hier. Ja. Ja, nicht wie bei TS16 hier. Sound hört sich an wie so ein, keine Ahnung, Mixer, ey. Eine Datei, 2 UFO. Ja, so ein UFO. Obwohl der hört nicht. Kann man die jetzt denn wirklich schon einstellen? Nee, ich hab grad geguckt. Weiß nicht warum. Auch schön, wenn du den Stufenrauter mal dieses. Das wirst du auch beim 612er richtig schön hören demnächst, ne, Lennart? Oh. Diese Strecken fahren. Ja. Am besten noch hier Ronneburg, die scharfe Kurve. Daniel, ja, genau. Daniel, wir sind leider keinen Support-Livestream. Also wenn du Support zu OMSI2 brauchst, dann bitte an M&J wenden. Wieso, was ist denn los? Ja, sein OMSI würde die ganze Zeit abstürzen. Ja, da kann ich leider auch nicht viel helfen. Vielleicht mal Einstellungen runterschrauben oder vielleicht mal Dateien auf Fehler überprüfen. Also Spiele das dann auf Fehler beprüfen via Steam. Ansonsten kann ich da leider auch nicht viel machen. Genau.
Aber in Susi 3 wird es auch irgendwann Strecken geben aus Österreich und der Schweiz, weil die ganzen Zugsicherungssysteme aus diesen Ländern können natürlich auch in Susi benutzt werden. Österreich benutzt ja sowieso PZB 90, von daher ist das zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ja auch sein. Genau. Schön durch die Schweizer Bergwelt. Ja. Schmalspurstrecken kann man auch in Susi machen, geht auch. Letzte Station, Wrexen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, machen wir den Lössnitz-Dackel hier für Susi. Oder Harzer Schmalspurbahn, das wäre doch was Geiles. Oder schön vom Rücken nach Quittenburg. Mit Triebwagen. Ja. Ganz in mit 187. Oder die Duo-Straße. Ja, Combino. Ja. Oh, das ist so eine grandiose Zukunft. Dann muss ich dafür noch diesen einen Führerstand kaufen da. Ja, genau. Oder baut es selber ein? Mit der Einheits-E-Log hier, 110 dann. Genau. Es wird gefragt, das, was Justice ja. 8902 fragt, ob du dann den Scania mit Renaissance Mod auf X10 fahren kannst. Heute X10. Mal gucken, ne? Ob ich das X10 noch fahre, mal schauen. Mal schauen, was ich machen muss. Mal kicken. Mal kicken. Genau. Ja, genau. Sei immer mal kicken. Nichts ist unmöglich. Piep. Nächster Halt. Schärfede. Da unterwegs halt. Das ist 16. Das ist heute unmöglich. Ja, nichts ist unmöglich, Susi 3. Außer TS16, das ist unmöglich. Ja, komm, TS16, das ist eine Krankheit. Dem Dumpfiles. Ja. Szenario erstellen, das hat für mich auch keinen Sinn mehr da. Wenn ich demnächst mal ein bisschen Zeit und Muße habe, dann werde ich mich mal ein bisschen mit dem Susi 3 mich beschäftigen, mit den Editoren, ja, und sowas. Mach das mal. Kannst du es mir auch gleich mal erklären. Ja. Oh, da kommt eine Köff. Eine kleine Köff. Mit einem Güterwagen. Okay. Ist aber eine leichte Fuhre, du. Schärfe, der wird die Strecke auch wieder eingleisig. Heute kein TS16. Ne, machen wir nicht. Nein, TS16 wird heute auch nicht kommen. Ne. Ja, Ansage Spinnen. Nächste Station, Schärfede. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das war der sogenannte 80er-Jahres-Style Mozart mit Störungen in Sprachausgabe. Das ist das Future. Ja. In 80er Jahre fehlen. Schärfede ist unser letzter Halt vor Warburg in Westfalen.
Oh, Knetterich wartet. 798er. Den Uerdinger Schienenbus mag ich auch. Ja. Der hat was noch. Der fuhr ja auch im Bayerischen Wald rum. Ja, der fuhr bei uns hier. Dieser Gegend nicht. Jetzt sind wir wieder pünktlich. Kurzer Aufenthalt in Schärfede. Im SUSI-Forum sind aktuell noch welche im Gange, ein Wettermodul zu programmieren, sagt DFL 18.00. Interessant. Das ist ja auch schon wieder was Tolles. Wettermod. Ja. Wettermod. Bisschen Regen, bisschen Schnee ist ganz gut. So Betreibung und sowas, ne? So Störungen und sowas. Auf jeden Fall. Ja. Wird umgeleitet. Ja, überleg mal, wenn das Ruhrgebiet kommt, ne? Wenn das Ruhrgebiet kommt, alle Strecken, da kannst du ja auch irgendwo Umleitungen auch simulieren, ne? Vom Zug, ja. Kriegst du dann vom Fahrdienstleiter hier Zugfunk Meldungen, ja, du musst da umgeleitet werden, hier Störungen, Baum ist umgekippt oder sowas, ne? Simuliert, ne? Oder hier halt sowas, Fahrleitungsstörung oder ne? Das ist. Bei Insusi ist es ja, und bei dem neuen Lind-Führerstand, der demnächst kommt, mit Innenansicht. Oh. Da soll es ja auch so gehen, dass dort auch Bedarfshalte simuliert werden können. Das heißt, wenn jemand drückt, sieht man im Führerstand eine Stopptaste. Das heißt, zum Beispiel aus St. Peter-Ording-Husum gibt es ja Bedarfshalte, dass die dann auch simuliert werden. Ja, das ist gut. Und das wird dann auch zufallsbedingt sein. Nicht, dass man, dass das immer ist, sondern zufallsbedingt. Kann man sich ja nur freuen. Ja, ab hier wird die Strecke nochmals eingleisig bis Warburg. Die Strecke links ist heute bereits stillgelegt. Ausfahrt ist hier 100 und 120 ist Streckenhöchstgeschwindigkeit. Typisch Deutsche Bahn, ne? Stillgelegt. Ja, ist doch klar. Ja. Selbst haben die sogar damals Strecken stillgelegt, wo viel Güterverkehr war und noch gute Kunden, hat man dann ja gesagt, ja, brauchen wir die Strecke nicht mehr. Ja, tschüss. Ja. Und dann wundern sie sich, wenn Lastwagen die Straßen verstopfen. Ja. Aber nein, die Bahn, nein. Brauchen wir ja nicht. Genauso wie Züge, wenn ein paar Leute mitfahren, ja, da wird die Strecke stillgelegt. Ja, das ist halt so heute, ne? Ja. Ein Jammer. Ja. Warum sich heutzutage nicht mehr wundern, warum die Fernbusse ihr Geschäft... Ne, die Leute, die Bahn braucht sich auch nicht wundern, wenn viele aufs Auto umsteigen, ganz einfach. Ja. Ich finde in der Hinsicht weiß ich sogar die Fernbusse gut, dass sie mal den Deutschen Bahn ein bisschen die Augen öffnen. Ja. Die werden denen nicht die Augen öffnen. Doch, natürlich. Denen ist das egal. Natürlich ist das denen egal. Die freuen sich über den Umsatz. Die haben doch jetzt gesagt, die machen doch das erste Mal schon wieder Verluste, ja. Ja, damit der Vorstand mal ein Jahr lang kein Bonus kriegt. Ja, mal schauen, wohin sich das hinentwickelt. Im Chat ist alles ruhig soweit, alle zufrieden? Ja. Ja, also ich muss ehrlich sagen, auf eine längere Strecke, gerade wenn ich es jetzt sagen würde, also ich wohne ja bei Chemnitz, ja, wenn ich da sagen würde, ich muss nach Dortmund oder so, da würde ich auch lieber mit dem Fernbus fahren, als sonst wie oft umsteigen und keine richtigen Direktverbindungen zu haben und dann sonst wie viel noch hinzulegen. Ja, hier, mein Tim, es gibt kein Interregio mehr von Chemnitz nach Düsseldorf. Eben. Ja. Den gibt es nicht mehr. Schön mit Ludmilla bis Weimar und dann kam die schöne 103 davor, du. Ja. Oder 112, was ich eher gern gesehen habe als eine 103. Hast du gerade schöne 103 gesagt? Ja. Philipp. So. Wie viel Bier hast du schon getrunken? Ich habe kein Bier getrunken. Ich wollte noch gar keinen Alkohol getrunken. Warum sagst du denn schöne 103? Weil ich die schön finde. Achso, 103, jetzt habe ich was anderes. Okay. Ja, das ist, ich wollte auch sagen. Ich hatte die 103. 101 ist ja das hässlichste Ding, was eh auf deutschen Schienen unterwegs ist. Ja. Ah, links kommt übrigens die Strecke aus Hamm-Paderborn, die auch ihr befahren könnt, bis Paderborn, Hemminghausen und Bad Driburg.
Da sind wir letztens mit der Eurobahn gefahren. Wir münden jetzt in die Strecke ein und erreichen gleich Harburg, wo wir unsere Fahrt beenden werden. Der Kommentar war also für die Leute, die gefragt haben, wann wir endlich da sind. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Harburg in Westfalen. Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Im Namen der Deutschen Bundesbahn wünschen wir unseren Fahrgästen noch einen angenehmen Tag, eine angenehme Weiterfahrt. Sie haben Anschluss zu den Zügen Richtung Paderborn-Münster und in Richtung Kassel. Die Fahrt war nett hier, aber waren Sie schon mal bei Philipp LP? Tja. Sound lieber der 216, ey. Zack, 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 zack. Ein Paradebeispiel für einen begeisterten Zug. Ben. Lokführer. Hat ja recht. Er hat es geschrieben. Bauen Sie 1 bis 18 in sein Format. Den Film kenne ich auch, den es da auf YouTube gibt. Betriebsstörung macht die Deutsche Bahn noch mobil. Ein sehr interessanter Film. Ja, den habe ich mir auch angeguckt. Wer das mal ein bisschen Zeit hat, ein sehr interessanter Film. Jetzt kommt Ansage, einmal ruhig. Nächste Station, Warburg in Westfalen. Dieser Zug endet dort. Bitte alle aussteigen. Bitte denken Sie beim Aussteigen an Ihre Wertgegenstände. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Ja, ein sehr schöner Dokumentarfilm, der die Deutsche Bahn zu Recht in negative darstellt. Außer das auf der Schweiz. Der Schweizer? Top. Ja, der Schweizer sowieso top. Ja. Muss ich ehrlich sagen, wir machen die Dinge sehr gut. Einigen von der Fahrplanumsetzung. Ja, von der Dichte der Strecke und alles. Genau. Infrastruktur. Bei einigen interessiert es die Schweizer kaum, ob der Zug jetzt leer fährt oder nicht. Ja, die haben sogar einen Zug in Luzern stehen, der für Verspätungen dasteht. Genau, so Ersatzzug für Verspätung. Ja, der ist dann Bereitschaft, steht er dann. Das passt ja in kein Sparprojekt. Ich muss auch mal ehrlich sagen, ne? Die RE 460 ist viel schöner als die 101. Die wurde ja auch von Pininfarina gestaltet, die Lok. Die RE 460 gefällt mir von der Schweiz. Ich mag die voll. Links der Nahverkehrszug nach Münster. Bei Paderborn, Hamm, Brenn, Steinfurt. Auch Österreich ist uns weit voraus. Ja, Railjet sag ich nur. Taurus, kaufen. Also Endstation. Und die Bahn setzt nicht mal im Bahnverkehr, nein. Nicht mal im Güterverkehr. Was setzen sie im Bahnverkehr ein? Die 101. Ja, hässlichste aller hässlichsten. Aber was ich sagen muss, auch wenn sie hässlich ist, die 101 ist eigentlich ganz zuverlässig. Ja, zuverlässig ist sie. Und darauf kommt sie eigentlich drauf. Ja, aber ich möchte auch ein bisschen Schönheit auf den Gleisen sehen. Das kannst du bei der Deutschen Bahn nicht mehr erwarten, Philipp. Nee. So, wir drücken mal F4. Wie sieht unsere Auswertung aus? Ja, aber Lennart... Was? 0%? Ja, weil ich fünfmal die Pfeife nicht bestätigt habe, oder was? Kostet halt weniger. 143 ist auch zuverlässig. Aber ja, hier seht ihr mal, ich habe 0% erreicht, aber egal, nur weil ich fünfmal die Pfeife nicht bestätigt habe. Okay. Ja. Dreimal schlechter Fahrstil. Ja. Okay. Also Philipp, das kann nicht wahr sein. Ja, 13% V-Max-Überschreitung. Also. Gottes Willen, ey. Ja, hier seht ihr auch dann den Fahrtenschreiber. Zum Beispiel, ich habe damals die Pfeife nicht bestätigt. Okay. Aha, interessant. Habe ich aber kein P gesehen. Oder ich habe es übersehen. Na komm, überall wird ja nicht gepfiffen. So, dann machen wir mal die Simulation dann eben hier aus. Der Autofahrer wird schon überlebt haben. Ja, mein Gott, also. Oh. Hat der Zugfunk, den Philipp am Anfang eingibt, eine Funktion? Zugführer-ID ist 1. Philipp. Was? Philipp, funktioniert der auch, der Zugfunk? Ja. Natürlich funktioniert der.
Richtig, mit Fahrdienstleiter sprechen. Ja, wer funktioniert? Ach, der spricht dann auch wirklich. Ja. Er beantwortet dir natürlich nicht auf deine persönlichen Fragen. Also nicht denken, dass da einer dann beim Hallo. Callcenter sitzt und Genau, einem seine Anrufen entspricht. Fahrdienstleiterin und dann der Philipp ist so ganz angetan und. Und du fragst sie Also, dann, wollen wir uns heute Abend treffen? Ja, okay. flirten könnt ihr schon mal nett. Ja. Das geht nett. Die Antworten nicht personalisiert. Genau. Können wir uns heute Abend treffen? Einfahrt frei, halt aber an. Wir sitzen im IC-Steuerwagen jetzt. IC-Steuerwagen. Ist unser IC-Steuerwagen. Da war. Und hier hinten unsere hässliche 101. Jetzt keine 120. Ne, schiebt leider nicht heute. Der Taurus war Taurus den wäre gibt's ja geil, noch nicht. ja. Taurus wäre geil. Ja. Aber ich denke, der wird schon noch kommen, der Taurus. Ja, der ist ja in 86. Arbeit. Der ist in Arbeit. Aber sieht von der. Kannst du noch mal die 101 zeigen? Ja. Die hat aber schon was von der Grafik her. Sieht Ja. gut aus. Auch der Bahnhof, muss ich sagen, sehr schön Er ist Wilhelm dekoriert. Sir. Das ist ja so wie Ja. in echt sieht er aus. Sehr schön gemacht, muss ich sagen. Auch der Steuerkopf vom IC. Wir fahren jetzt auf der Neubaustrecke Hannover-Würzburg, die 1991 eine der ersten Neubaustrecken der DB eröffnet worden ist, damals noch Deutsche Bundesbahn, zusammen mit der Neubaustrecke Mannheim-Stuttgart. Die Strecke ist hier ausgerüstet mit der Linienzugbeeinflussung, kurz LZB, erkennbar an dem in der Mitte führenden Kabel. Für mehr Informationen drücken Sie die 4. Genau. Der nächste Halt ist Göttingen. Schon mit diesem Steuerwagen. Oh, das sieht aber toll aus. Herrlich die Ausfahrt. Herrlich. Ja. Hast du die Uhrzeit gelassen, wa? Ja, 6 Uhr ist ja 24. Sieht gut aus. Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Morgen, wir begrüßen die zugestiegenen Fahrgäste in Kassel-Wilhelmshöhe mit der City of Erfahrung nach Rostock Hauptbahnhof. Über Göttingen, Hannover, Celle, Uelzen, Lüneburg, Hamburg, Harburg, Hamburg Hauptbahnhof, Bergedorf, Schwerin, Bad Kleinen, Bützow und Rostock Hauptbahnhof. Unser nächster planmäßiger Halt ist Göttingen. Wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Für weitere Informationen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Bitte beachten Sie auch aus.
gastronomischen Gründen ist heute kein Bordbistro an Bord. Unser Snackpoint hilft Ihnen weiter und würden Sie gern begrüßen. Ich glaube, dann ist die Frage von gerade gefragt, Yoshik beantwortet. Er hat nämlich gefragt, ist dein Bordbistro enthalten? Nee. Dein Kaffee? Bistrowagen ist leider ausgefallen, ist leider nicht dabei. Ja, typisch Wagen. Ja. Rechts ist der Antibahnhof Kassel. Das heißt jetzt auch nicht mehr DB-Bahn, sondern typisch Bahn. TB. DB. Reinschiebt. Keine Verzerrungen in der Fahrleitung, nicht wie beim TS-16. Ja. Oh. Links abzweigend die Strecke nach Warburg, Münster. Haltepunkt Niederfellmar. Ich fand nur Cantus. So, Herr Cantus. Ja, also nochmal zur Info für alle. Wir fahren jetzt die Strecke noch zu Ende hier. LZB, so aufgenommen. Rund 20 Minuten fahren wir jetzt noch nach Göttingen. Und dann machen wir eine kurze Pause. Also ich sag mal, wie lange machen wir es? Halb zehn. Ja, halb zehn geht's dann weiter. Von 9 bis halb zehn. Ja. Was machen wir nach der Pause? Willst du da schon weitermachen mit Tomsi oder? Nee, noch zu sie. Wir wollen ja noch ein bisschen was anderes. Ja, machen noch zu. Der Lohberg-Tunnel wartet auf uns. Schön die Fahrleitung im Tunnel hier, herrlich. Gleich überqueren wir die Fulda und links die alte Strecke, Hannover-Würzburg. 200. 13. Da halten sie sich hier über die Fluggesellschaften. Mhm. Ja, wir schweifen gerade alle zum FFX rüber. Ja. Nicht mein Fall. Nee. Nee, wäre auch nicht mein Fall, aber wem es gefällt. Jojo, eben. Nach dem Mühlenkopftunnel durchfahren wir den Mündener Tunnel. Er ist der zweitlängste Tunnel der Nordbahnstrecke und auch der zweitlängste Tunnel Deutschlands. Mit fast 10,5 Kilometern Länge. Uiuiui. Kommt am Ende der Tunnel. Tunnel sehen richtig geil auf der Nordbahnstrecke aus. Den allgemeinen Zusi, ja. sehr. So. Weil irgendwie schön, dass wieder hell im Führerstand. Ja.
Herrn. Du hast zuerst noch drüber geschimpft. Amirco Gaming, das ist die BA101, die hinten dran hängt, genau, mit dem IC-Steuerwagen. Und die Strecke ist Kassel-Wilhelmshöhe in Richtung Göttingen. Genau. Fahrleitung umgesetzt ist hier im Tunnel. Richtig geil. Und ein bisschen nach oben gucken. Zickzack. Busfree fragt, kennst du die CVAG in Chemnitz, Philipp? Ja, klar kenne ich die. Die kenne ich übrigens auch. Wer die nicht kennt, ey. Ja, dem fehlt was. Auf jeden Fall. Hinter der Tunnel. Also Zusi 3 wird dann immer auf einen USB-Stick mitgeliefert. In so einer kleinen Nintendo DS-Verpackung. Was, den haben sie dir im Schuhkarton geliefert? Ja, genau. Was, in so eine Größe oder war es ein normaler Umschlag? Hier so, in so einem Umschlag. Hier so sieht Zusi 3 aus. In so einer kleinen Verpackung. Dann hier noch der Unboxing. Drin ist dann der heilige USB-Stick. Ja, und es lag fast eine ganze Woche in Starnberg. Ja, genau. Ganze Woche in Starnberg, ey. Ich hätte gekotzt. Ja. Ihr müsst auch mal bedenken, es liegt eine Woche in Starnberg, die Ware. Ja, Lennart, dein Internet ist wieder prächtig. Ja. Bodenmais ist grüßt. Ja, Bodenmais. Der Hamster ist, der Hamster ist schon wieder fertig mit den Nerven. Genau. Wo schon wieder. So, jetzt? Der ist besser. Ja, ich hab's wieder. Natürlich ist das ab und zu, ist das bei manchen, bevor ich zu Wort komme, aus dem Münderner Tunnel heraus überqueren wir die Werra-Brücke bei Hannover-Schmünden. Unter uns die alte Strecke Hannover-Würzburg und rechts die A7, die längste und steilste Autobahn Deutschlands. Raus ist darüber, schön. Natürlich hat Susi ab und zu ja seine Ruckler, das ist ja halt auch so eine Sache. Aber es ist ja nicht so wie TS16, auf einmal kommt ein Ruck und dann kommt der Dampfpfeil. Ne? Also hier geht es dann natürlich schlagartig weiter. Ich habe gerade eine Frage reinbekommen, wie der Tunnel hieß, durch den du gerade gefahren bist. Das war gerade der Münderner Tunnel, jetzt sind wir gerade im Raucherbergtunnel. Auch? Hm? Der nächste ist also der Raucherberg. Ja, danach kommt der Mackenroth-Tunnel und dann kommt Betriebsbahnhof Jünde. Hier sind die ganzen LZB-Selbstblock, LZB-BK-6, LZB-Block 6, 4, 2 und alles steht dann da immer. Mhm. Stehen auch immer dann die Durchfahrtszeiten von zum Beispiel Jünde Betriebsbahnhof 6 zu 36 Durchfahrtszeit. Warum ist Susi 3 auf einem USB und nicht auf einer CD? Ja, fragt das bitte die Entwickler. Da kann ich leider auch nicht viel zu sagen. Da gab es irgendwo mal eine Diskussion gewesen. Ich weiß nicht. Das stand irgendwo im Susi-Forum. Aber warum, das weiß ich selber nicht. Mir ist es ja auch egal. Ich finde es halt nur ein bisschen lustig auf dem Stick. Aber ich finde, man hat Hauptsache Susi. Also ich finde es eigentlich okay. Ist halt nur doof. Das Doofe ist halt nur, dass das eine Woche in Starnberg liegt und dass man da extra, dass man darauf warten muss. Das finde ich halt, weil man ist ja gewöhnt, kaufen,
PayPal bezahlen und dann direkt runterladen, ne? Ja. Jetzt kommt der Backenrodt-Tunnel und danach der Betriebsbahnhof Jünde. PBA ist gefragt, welche Taste der Scheibenwischer? Scheibenwischer gibt's hier nicht. Ach nee, gut. Ich denke, die hängen noch im Flight Simulator. Ja, dann sehen wir, will ich nicht. Weil jemand gerade F5 beantwortet hat. Ja, sie hängen tatsächlich im Flight Simulator. Und dann ja, kommt Boeing, der Dampfer. Boeing-Fan, da muss ich dir recht geben. Also die Sachen mit dem USB-Stick finde ich auch persönlich. Naja. Müsste nicht sein. CD hätte es auch getan. Ja gut, CD. Das dauert auch lange. Vielleicht kauft auch niemand mehr ein Nintendo-Spiel und dadurch gab es die Boxen im Angebot. Da eigentlich ein großes Handbuch. Leinebusch-Tunnel. Philipp? Was? Ist da eigentlich ein großes Handbuch mit bei? Das ist auf der CD drauf. Auf dem Stick meine ich, Entschuldigung. Auf dem Stick, ja. Ja. Für alle, die noch gerne mal die Fahrschule besuchen möchten, da gibt es die zu C3 Demo. Ach, die kann man sich runterladen, oder was? Ja, die ist kostenlos. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Göttingen. Göttingen, nächster Halt. Weiter in Anschlussmöglichkeiten und Göttingen, das wird auch die Schmörderzeiger am Bahnsteig. Wir können uns von allen Fahrgästen verabschieden, die dort aussteigen, und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Beziehungsweise einen guten Morgen, Entschuldigung. Guten Abend, schönen Morgen. Ja. Wenn der Lokführer da eine längere Schicht hat, dann war es guten Abend. Ja, dann ist es guten Abend. Aber so ein Intercity hätte ich gerne gefahren, hier so schön von Frankfurt bis Rostock hier schön mit dem Steuerwagen, richtig fast 6 Stunden fahren. Mhm. Das aktuelle Thema im Chat ist gerade meist Malaysia in Airline Flug 7. Da ist doch, glaube ich, das. Wie viele Zuschauer aktuell, Tim? Wir haben aktuell 96. Mhm. So kurz ins Wahnsinn noch runterziehen. Und dann waren es nur noch 107. Zweig Siegweg. Göttingen, Universitätsstadt. Bin da. Ja, ist gleich, bin schon da. Komme ich sofort an. Ist ja nur ein Katzensprung. Eine halbe Stunde ist Pause. Mhm.
Löse. Nächste 100 einschiebt. Richtung Süden. Hatten wir jetzt mal gerade schön die Zusi-3-Demo runter. Ich weiß nicht mal, welche Strecke dabei ist. Halt nur Bad Rieburg-Altenbeken. Ja. Aufstiegen, Göttingen, aufstiegen, fahrt Richtung rechts. Rechts Aufstieg heute bitte. Dann. Ja, toll aus. Oh, herrlich. Vor allen Dingen, wie schön es ist. Herrlich. Herrlich. Guter Aufenthalt. Erst noch hin. Was? 72% Abzug vor Maxüberschreitung? Aha, okay. Aber sonst war alles gut. Ja, ist doch egal. Ein bisschen zu schnell gefahren. So freuen sich die Feiste. Ja, so. Schauen wir uns noch einen Fahrtenschreiber an. Ja, weil das so alt, das sieht man nicht. Das Tachometer, weißt du, müsste ich mir eigentlich den echten anschalten. Aber da brauche ich den zweiten Bildschirm. Na, ist doch gut. Super. Perfekt. So, liebe Leute. Wir machen jetzt Pause. Genau, bis 21:30 Uhr, ja. Genau, wir machen Pause bis 21:30 Uhr. Hm? Wir machen Pause bis 21:30 Uhr. So. Ja, liebe Leute, wir sehen uns gleich wieder um 9:30 Uhr. Dann geht's weiter mit Susi und der Wutachtalbahn. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Also bis gleich, Leute, ne? Tschüss. Bis tschüss. Dann. Tschüss. So, ich bin wieder da. Es ging schneller als erwartet. Dann können wir wieder loslegen. Ich habe natürlich zwei SSD drin, deswegen bin ich auch so schnell wieder da. Nein, Spaß beiseite, Susi 3 starten. Wir probieren die Aufgabe jetzt noch einmal. Vielleicht hat sich da auch was verhakt. Schauen. Ich finde die PZB in der 216 ein bisschen irritierend. Ja, es ist 95. Ja. So, da, jetzt geht das doch sehr schön. Ja, eigentlich schon. Wenn halt's mal, Rechner. wenn du eine Demo fährst, musst du ja eigentlich dein Spiel von der besten Seite präsentieren. Eigentlich schon. Ich wollte Version mitliefern. Genau, gleich mitliefern. Kann man denn aufs Fenster aufmachen? Nee, leider nicht. Na, schlechtes Spiel. Das Fenster aufmachen kann. Mein Gott, ist das unrealistisch. Wir sind wieder off, ne? Läuft doch. Hm? Läuft doch der Stream. Ich hab den doch eingeschaltet. Ja, wer sollte mal Streaming starten machen, Mensch? Ich hab doch STRG F1 eigentlich gedrückt, damit er das startet. Scheiß OBS. So. So. Starte jetzt endlich. Ja, wir sind aber immer noch pünktlich. Ich habe 22:05 geschrieben. Ja. So, jetzt geht weiter. Pedo. Ja, da sind wir wieder. Ja. Es läuft wieder. Zum Kotzen, ey. Scheiße, Rotze hier, du. Und da vorne los. Oh, 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 oh. Na, Streckenkunde brauche ich da. Ah, keine Streckenkunde, Lennart, wa? Ah, schlecht. Ganz schlecht. Also, kommt direkt nach dem Tunnel so ein.
HP 0. Ja, musst du dich Ja. drauf gefasst machen. Ja. Bisher kannst du ja wohl abschätzen, wie viel ein Kilometer ist zum nächsten HP, ne? HS. Ja. Wenn man das nicht mal sieht. Ja, also. Herr Lennart, da Wie müssen wir bin noch mal die jetzt. Schule durchschippern, Oh. Nein, du. Was ich ist das? kann es ja. Ja, Ich schön, hab's dass ja er in 8 gesagt. Sekunden wieder neu verbindet. Er weißt du, Twitch hat heute echt ein Rad ab. Ey, nächstes Mal mache ich echt über Hitbox. Da, ich hab da sowieso einen Kanal. Da mache ich mir einen neuen Kanal mit neuen Namen und alles und dann passt das. Ja, jetzt Er lädt er ist nicht. wieder offline. 9 Zuschauer haben wir noch. Was 9. darf ich sagen jetzt? Schreibt mal in Chat, jetzt wird um sie gefahren. Dann sind sie alle wieder da. Jetzt sollte wieder laufen. Man kann es jetzt sogar mit Dings machen hier, Läuft's oder nicht? mit Maus. Ja, jetzt ist er wieder Nee, offline. aktuell noch nicht. Aktualisier mal. Ja, wir sind wieder live. Ich gehe nächster Stream ist auf Hitbox, ganz ehrlich, ich habe da keine Lust mehr. Nächster Stream ist auf Hitbox, ganz ehrlich. Da mache ich mir einen neuen Namen auf, neuen Kanal und einen Arsch lecken. So. Ausschalten. Ab in Zugfunk. Alten Bacon. Rechts, links. Wunderschön, dass die Anmeldung erfolgt ist. Ja, vielleicht mal Tastaturbeleuchtung anmachen, Philipp, dann siehst du auch besser, ne? Super. So, ausschalten, zack, verdunkeln und fertig. F4. Meine Fresse. Dass hier dann nicht, wenn man über die Strecke hinausfährt. Dann startet sich automatisch TS16. Ja, TS16, der schlimmste Simulator der Genau. Welt. Dann öffnet sich TS16 und dann kommt Dumpfeil. Dumfiles. Dumm vieles. So. Vieles, vieles, dummes. Boah, sonst mache ich echt gleich halbe Stunde Pause, mache ich auf Hitbox ein Konto und dann Was mache ich das echt fahren wir? fertig. Wir fahren wahrscheinlich Trucks. Wir fahren 189 ist keine Trax. Nicht? 189 ist Siemens. Oder? Siemens? Nee, Was? nee, Nein, nee, die dann. Sauchtrucks. Ja, auch. Nee, aber gehört aber nicht zur Ja. Trax-Familie. Warum denn Ja, nicht? weil. Nee, die gehört nicht zur Trax-Familie, 189. Sieht doch genauso Ja, aus. aber gehört aber nicht zur Trax-Familie. Warum 189 nicht, Herr Eisenbahn Nächste? nicht. Weil die anders gebaut wurde, die hatte mehrere Hersteller. Die ist aber sie ist sogar zuverlässiger als die Trax-Familie. Das ist echt so, wurde behauptet. Die ist 189 ist tausendmal Auch eigentlich zuverlässiger. keine große Gunst. Nee. Da ist sie bestimmt auch 8 Millionen, die ist überhaupt zuverlässiger als die 612. Ja, 612 ist schön. Sound, 612. Aber auch nur der Sound, mehr ist da nicht schön. Ne, der 612 ist im Inneren eine Gammelscheiße. Und sowas ist mal auf deutschen Schienen als IC rumgefahren, Ja, Intercity, der Intercity Swinger. ja. Fernverkehrspreis, ja, das Bin musst du gleich dir wieder mal. da. Beim Ich muss mal ganz PTP2 PTP2 gab es sogar auch toilette. die IC-Lackierung vom 612. Bei Ja. PTP2, da hat der Lennart Kartoffeln geschält. Aber nur bei der S-Bahn Berlin. Ja, da ging es ja auch lange durch. Bin gleich wieder da. Jo. So. Sie Ja, der Führerstand sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Na, Bei dem 5er ZS1. Leben.
Jetzt hat er richtig, jetzt hat er das 1. Ja, jetzt immer wieder 70 Zuschauer. Ja, jetzt, ja, 70. 70er Modus, passt ja. Zugbeeinflussung, 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 Zugbeeinflussung. Versuch nochmal, um sie zu starten. Ja. Schön, dass gerade mitten in der Fahrt eine Umfrage kam wegen Bitdefender. Das ist toll. Überspringen natürlich. Ja, guck dir mal gleich an, ey. Und 89. Guter Zug. Ja, das nächste Mal Streamer über. Ja, ja, das ist, es geht nicht mehr. Das regt mich total auf heute. Das ist Katastrophe heute. Also keine Angst, ihr seid dann nicht die Einzigen, die sich darüber aufregen. Ich glaube, uns pisst es noch viel mehr an. Das ist nicht richtig. Aber läuft. Läuft ja eigentlich zu 80%. Das ist schon mal was. Ja, ja. Wenn es einmal läuft, dann läuft es. Ja, ja. Fahrt Kassel Wilhelmshöhe. Wir fahren jetzt hier Zug durch. Nach Kasseler Rangierbahnhof haben wir auch einen 20-minütigen Aufenthalt, den werden wir allerdings überspringen. Das heißt, es geht dann sofort weiter. Der Train Freak fragt, wie groß Zusi 3 eigentlich ist. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Also, ich denke mal von der Dateigröße. 2 GB. 2,5. Wie viel passen auf dem USB-Stick? 800 MB ist das Programm geschmälert. Ja. Also wird er nur ein Gigabyte drauf passen. Ja. Den Anfang kann man also mit dem Stick nicht. Nee. Wir fahren mit der Dispo 189. Das ist eigentlich schade, dass man mit dem Stick nicht viel machen kann. Ja. Weil wo, wenn schon mal Zusi 3 draufsteht, ne? Aber wenigstens haben sie es nicht so gemacht, dass du ständig den Stick in deinem Computer stecken. Ja, boah, das hätte mich richtig angekotzt. Das hätte mich richtig angekotzt. Oh, Regotram. Zugbeeinflussung. Glaubst du, Karlsruher Regotram. Ersatz. Da hätte ich, glaube ich, in meinen Computer noch eine USB-Schnittstelle reingelegt. Ja, den wahrscheinlich. Stick einfach mit im Computer festgehalten. Ja, genau. Wann gibt's Omsi? Omsi gibt's immer noch 23 Uhr. Ja, nach der Fahrt machen wir dann Omsi. Ja. Einfahrt frei, Ausfahrt halt erwarten. Mit 50 Einfahrt. Ihr könnt ja schon mal schreiben, wenn ihr. Ihr wolltet ja die ganze Zeit unbedingt um sie sehen. Da könnt ihr ja auch schon mal schreiben, was ihr da sehen wollt. Sifa. Sifa. Ja, jetzt kommt bitte nicht so Standardgefasel wie Berlin-Spandau. Nee, wir fahren Arnheim-Laurenzbach. Ja, genau, da könnt ihr ja schon mal die Linie sagen. Oh, 405, ja. Und welche Linie? Ja, Innsbruck ist schon ausgefahren. Innsbruck habe ich auch gar nicht mehr drauf. Ja, Innsbruck hat der Philipp. Kommt mir nicht mit solchen Gammelkarten daher, dann sonst wird Zusi weitergefahren. Zusi. Um,
Alexei, aka Altair, hat nun die IC-DOS-DOS für den TS-2 ich nicht, will ich nicht mal. Mit TS-16 habe ich nichts mehr zu tun. Zu C3 ist das einzig wahre. Inklusive hochdetaillierten Cap. Das der Cap habe ich mir schon angesehen, das sieht aus wie von Wizard. Oh Gott. 818 wird gewünscht im O300. Oh, mein Lieblingslinie, 818 mag ich. Ein ICE überholt uns links. Sonst noch welche Wünsche? Meine uns Fragen, Wünsche, Anträgen, Anträge. Ja. Die Nacht ist noch offen. Sifa. Oh, schön. O16. Schön. Also 818, O307, das werde ich mal jetzt mal aufschreiben. Ne, O307 fahre ich nicht. Geh mir weg. Ja, du kannst ja O405 fahren. Ja, ich fahre mit O307, ey. Bin ich hier. So, wir spulen alles hier vor, damit wir auch sofort weiterfahren können. Wir wollen jetzt hier nicht 20 Minuten hocken. Das mache ich nicht. Wenn ich F460 drücke, da spult er mich ja direkt zu dem Zeitpunkt vor, wo er aufgegleist wird, oder? Ja, genau. Ist ja so. Warum hat er in der Demo, da funktioniert das wahrscheinlich gar nicht. Sollte wohl auch. Der hat mich da 5 Minuten zu spät aufgegleist. Ja, dann funktioniert das da nicht richtig. Oh, das sieht ja toll aus. Ausfahrt frei mit 60. Die Oberleitung. 405G, okay. Ja, das wurde... Wenn diese beiden PZB-Leuchtmelder jetzt blinken, 500 Hertz ist 25. Wieso ein kleiner Chineser hat er das gesagt? Wenn die PZB-Leuchtmelder blinken, dann 45. Sifa, Sifa. Also bei mir fehlen wieder die Ampeln bei Herrn Dorensbach, warum auch immer. AFB. AFB. Die Ampeln sind im Hamburg Tag und Nacht Addon. Ja, das Hamburg Tag und Nacht Addon habe ich ja. Da müsst du mal installieren. Da würde mir ja noch mehr fehlen als nur ein paar Ampeln. Ja, vielleicht sind da noch andere Ampeln, die verwendet werden, das kann auch sein. Bei mir funktionieren alle. Ja, stimmt, ich glaube hier Ampel Set müsste da. W für Warburg. Ja, wollen wir gerne beschleunigen, wieder runtergehen. Weiß jemand aus dem Chat, welche Ampeln die bei Alheim-Laurensbach verbaut haben? Philipp, für dich eine Frage, wie du die Rheinbahn findest. Wie ich die Rheinbahn finde? Ja. Geht so, ne? Bin jetzt nicht so der Fan davon. Mehr. Auf der rechten Seite befindet sich das Bombardierwerk in Kassel. Dort werden auch die Traxlokomotiven gebaut. Fährst du jetzt ins Werk? Ne? Ja, ich fahr gleich ins Werk, genau. Holst eine neue ab und fahren dann Doppelblockzone. Genau. Ein ICE überholt uns wieder. ICT! ICT, schön, neige Technik. Oh, was hab ich da gesehen? Der Panto wurde falsch montiert beim ICT. Oh, 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 oh. Das klingt gar nicht gut. Nicht im Kniegang, im Spießgang. Au, au, au. Ganz schlimmer Fehler. Gefällt mir nicht. Ganz böse. Oh, 151 kommt. Ja. Die kostet nicht 65 Euro. Die ist hier inbegriffen mit dem Preis. Ja. Überqueren wir jetzt wieder die Nobberstrecke Kassel-Göttingen, Hannover, die wir vorhin gefahren sind. Bist du schon mit der Wehrhahn-Linie gefahren? Ja, bin ich. Oh, gut. Zug beeinflusst. Bei mir hier auch. Ja, ZS1. Okay, danke, ZFL. CFL.
Also Philipp, magst du wohl angeblich mehr die Burgestra? Ja, die Burgestra, super toll. Toller Verein. Mit den Schrottlarissen da, ey. WLAN im Solar, USB-Lade, kannst du dein Handy im Solaris laden. Einer hat's mal geladen, das ganze Kabel ist geschmolzen. 70 Zuschauer, 72 Zuschauer haben wir jetzt. Das zum Thema Realismus in Suzy 3 bei 65 € und so eine Grafik. Ah ja. Wohin? Ah, okay, du hast ein Smiley dahinter geschickt. Der muss das selber fahren, um den Realismus zu Ja, warte mal ab, warte mal ab. spüren. Schreib doch mal bitte, ob das Ironie war oder. Seid im Blick. Richtig, Niklas der Berliner, das wird auch für die Ausbildung benutzt bei der Deutschen Bahn. Genau, wir spielen hier den Zugsimulator der Deutschen Bahn. Wenn ich das mal so schön interpretieren darf. Aber in der Hobbyliste. Ja, ist aber auch fast dieselbe. Den paar Nur Abspeckungen. das halt Pensen. Genau. Kann Aber es ist halt schon hier was kein Besonderes. anderer PC, hier kann halt kein anderer PC diesen Emulator noch steuern. Ja. Winter. Ja, sonst hättest du Mensch. zu Hause zwei PCs hier haben müssen. Da hinten in der Küche zum Beispiel. Ja. Das geht ja nicht. Jetzt sind es sogar schon 86 Zuschauer wieder. Jetzt können wir wieder ein bisschen heizen. Jetzt durchfahren wir wieder Oberfellmar. Also denkt immer dran, wenn wir das sagen, läuft es mit 15 Sekunden Verzögerung. Nix sagt jetzt die nicht elektrifizierte Strecke nach Korbach ab, über Volkmarsen Bad Arolsen. Ich habe jetzt AFB eingeschaltet, die automatische Fahr- und Bremssteuerung. Das heißt, ich brauche Okay, jetzt dann hol ich fertig. nur Sifa drücken, Signale Ist sie achten. von selber eingeschaltet? Nein, die musst du Fahrstelle auf 0 machen. Wie richtig, komplett auf 0 und dann A drücken und dann mit Numpad 7 oder Numpad 1 dann Ah, gut. einstellen. Güterzug 80. Kommt Langeland. Weil in dem Buchfahrplan stehen die Kilometer nicht drin. Nee. Das ist ja so ein Mist. Weiß ich nicht, wo Langeland ist. Langeland, kannst du dir merken, das ist vorm Rehbergtunnel. Ah, ich hab's schon gesehen. Aber leider eben zu spät. Ja, steht, in Kilometern steht keine Zahl drin, weißt du? Hier kommt gleich eine LA. Ich bin ja schon ganz streckenkundig hier. Deswegen werden wir Bremsen jetzt schon sehr langsam gut. abbremsen. Muss man bei verschiedenen Fahrplänen die Lok auch aufrüsten, wie bei den VR-Loks? Das kannst du selber einstellen, wie du willst. Ja. Ich mach's jedenfalls nicht. Sind bei Zuse schon neue Strecken im Plan, zum Ja, Beispiel die genug. Rheinstrecke? Ja. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ach nee, das ist ja hier Reelsen. Ist das auch bei Diesel-Lok so mit dem Aufrüsten? Nee, also das ist da ein bisschen vereinfacht. Ich mach das mit dem Aufrüsten nicht. Ja, in echt rüstest du auch nicht jedes Mal eine Lok auf. Eben, du rüstest nicht jedes Mal auf. Eigentlich rüstet man ja nur Zugbeeinflussung. auf, wenn man früh losfährt damit oder wenn du halt in Ampel Zugbeeinflussung. so. Zugbeeinflussung. Sind auch Straßenbahnmaps mit dabei? Es werden Straßenbahnwagen in Planung, das heißt, irgendwann wird es sowas auch geben. Museltalbahn wäre geil. Eifelstrecke wäre geil, schön mit dem Variolent oder 218. Oder Oh, mit dem 644, noch besser. Talentiert reisen. Ich habe vor einer Woche angefangen, meine eigene Map Düsseldorf 2016-2017 zu bauen. Bleibt Düsseldorf Let's Play. Na gut. Ja, jetzt hat er wieder gezogen. Grün, wer Gas geben. Zugbeeinflussung.
Güterzug. Container. Container. Oh, Kurvenüberhöhung ist auch nicht schlecht, ne? Ja, ja, also bitte toll. Kein FS, kein Flugsimulator mehr, also FS-Sitz. Ne, das möchte ich jetzt hier nicht, bitte. Es ist schön, dass ihr euch darüber interessiert, das ist mir auch egal. Genau, ja, aber bitte nicht hier. Der Niklas hat es gleich reingeschrieben nochmal. Ja, er hat es ja reingeschrieben, darauf hat ihn ja. Dann gesagt. Ah, so gut. Ja, bei mir ist ja immer alles noch. Mit Internet, ne? Merkt man bei. Ich finde, die Abenddämmerung sieht richtig geil in Susi aus. Ja. Ja. Philipp? Ja. Billy Stones fragt: Merkt man bei in Susi auch den Radschub? Ja, gibt's auch. Wird auch simuliert. Steht sogar in den Einstellungen auch drin, oder? Das kann man auch deaktivieren, aber. Ne. Oh, scheiß Ohrkopf kommt. Mit 111 hinten. Vernünftig. Hm? In Wagen. Scheiß Ohr. Oh, 218 von Hagen. Kassel. Scheiß Ohrkopf. Ich mag den Katzohrkopf überhaupt nicht. Mit diesem Knüppel da, ey. Brauch Hebel hier, schön. Stufenrad. Das ist übrigens einer schon der neuen Führerstände, die in Susi 3 mitgeliefert werden, also schon im Full HD, also 16:9 ah. Format. Ne, ich glaube, die sind es werden alle als Full HD. Ja, 4K. Es noch gibt höher. Auch. Ne, ist 4K. Es gibt auch alle Führerstände, die bereits hier drin sind, also aus Susi 2 werden natürlich auch in späterer Zukunft natürlich auch für Susi 3 umgerüstet. Ja. Fotos kannst du ja höher machen als 4K. Mit dem Modus PZB Modus 70, also die mittlere Zugart, ist eine Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h vorgegeben. Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung. Oh, hier, Befehl. Schön. Tüm. Brrr! Drehbock, okay. Ja, okay, 13, 13. Fahrdienstleiter Susi FDL. Gut, dann fahren Durchfahrt wir Immenhausen. Der Sound ist Wahnsinn. Dampfspedi fragt, wie lange hast du den Kanal auf YouTube schon? Seit 2011. Also, Hammer, bald 5-jähriges Jubiläum, wa? Mhm. Muss gebührend gefeiert werden. Mhm. Wenn ich mir überlege, wie das damals bei deinem Kanal anfing. Ja, damals ohne, noch. Ohne Mikro, ohne Kommentar, nur mit Einblendung. Kannte man die markante Stimme nicht? Nee. Dann hattest du noch dein altes Headset? Mhm. Wenn ich mir noch die Zeiten von U-Bahn-Simulator 1 anschaue, ne? Ja. Das war noch was ganz anderes. HP 1! HP1, da traust du dich. Ja, Düsseldorf Let's Player, da hat immer die Recht. Also Köln, Düsseldorf wären zu sich drei auch ganz schön schön. Ja? Ach, unser Zug ist ja gar nicht schwer, da hat er ja nur ein paar Wagen hinten, das ist ja nichts für unsere 189. Das ist ja gar nichts, das ist ja Spielzeug, das ist Spazierfahrt. Das ist ja Spazierfahrt hier für unsere 189. Cabo,
88 sagt, deine Omsi-Ausraste sind legendär. Vermisst dich ein wenig. Ja, Vermisst dich. ist halt immer so eine Sache, wie das gerade so ist, ne, mit den Ausrastern. Ja, Daniel, vielen Dank. Er sagt's richtig. Gibt keine Busse in Susi 3. Es gibt Busse nur in Omsi. Kommt noch, wir sind Bearbeitung. Ja, genau. Dürren Reyer fragt, bist du mit Windows 10 zufrieden? Ja, ich bin mit Windows 10 zufrieden. Ich habe keine Probleme damit. Ich auch nicht. Ja, läuft alles bis super. Bis auf gestern, wo er hier sein 2-Stunden-Update gemacht hat. Ja, bei mir hat er noch nie 2-Stunden-Updates gemacht. Ja, nicht. Weiß aber, woran das lag. Also bei mir hat er so viel geändert. Die ganze Grafik ist höher und das ganze Zeug. Wenn ich auf einen ausklick, gibt es da bessere Anzeigen. Du kannst jetzt Win-Archive kannst du direkt über Windows öffnen. Also kann ich auch. So. Ja, habe ich das Update wahrscheinlich schon längst. Das hatte ich noch nicht. Bei mir kann es sein, dass der mehrere mit einmal runtergezogen hat. Dass ich die immer wieder weggeklickt habe und dann gesagt habe, ja, mal später. Dann kam das halt alles mit einmal. Oh, Adolf. Erichs. Ja, in Bad Treburg. CFL. Du hast geschrieben, du würdest mit deinem Farbpool Susi 3 testen. Hast du etwa den Brain Driver oder was? Ich habe keinen Rail Driver. Nee, nicht du. CFL. Ach so. Ach so. Frage mal an CFL durch. Genau, diesen Rail Driver da. Kannst du, glaube ich, in Susi 3 so lange angeblich auch kompatibel sein, weiß ich aber nicht. Oh, 111, 151, alleine. LZ. Ah, schon wieder halt erwarten. Ja. Zugbeeinflussung. Hast du störanfällig zu weit hochgedreht? Ich hab auf Profi immer. Ah. Erste war finde ich gut, ist ja normale Güterzug. Ja. Passiert auch real. Er soll ja auch fordern und nicht laschig sein. Dann geht er die Lok öfters mal kaputt, als wenn du ein Anfänger bist auf der Lok. Eigentlich müsste es umgedreht sein. Grebenstein. Sifa. Ich finde jetzt die Grafik gar nicht so schlecht. Nö. Ganz gut aus. Also wenn ich mir den Unterschied zwischen Susi 2 war ja Katastrophe, ey. Ja, zu Susi 2. Ja, also Karok, noch einmal irgendwas Persönliches oder was dann? Jetzt hier die Playmobil. Ja, Susi 2 habe ich damals bekommen, aber das war Katastrophe. Kannst du Playmobil spielen, das hat eine Kannst du besser Playmobil spielen, oder keine Ahnung. Welche Störungen gibt es so in Susi 3 zum Beispiel? Alles ist möglich. Alle mögliche. Ah, vielen Dank, CFL. Ah, sehr schön. Kaum komme ich zum Stehen, hat er gezogen, ey. Was für ein Spacko. Ich habe heute in Duisburg auf dem Abstellgleis 111 plus N-Wagen gesehen, schreibt Düsseldorf. Ja, die stehen da immer. Die stehen da immer für Montag. Ich hätte jetzt am liebsten den FDL angerufen. Er hat gesagt, was willst du? Was soll die Scheiße? Arschloch! Ja. Zugbeeinflussung. Und du bist FDL geworden. Ja. Bestimmt so einer, der nix am Hut hat mit der Eisenbahn. Ah, CFL, du hast da ja hier ein eigenes Fahrprojekt gebaut, wie ich sehe. Sifa. Also nicht irgendwas mit Rail Driver oder so. Richtig selber gebaut. Ja, so ein Kombi-Hebel, das hätte ich schon gerne hier. Finde ich. Wenn wir so einen Trax-Führerstand bauen. Einen Trax. Den brauchst du gar nicht bauen, den kannst du kaufen. Ja, würde ich mir kaufen, wenn so ein Trax-Führerstand. Weil am besten so ein Führerstand mit Einheitserlaub, mit Stufenrad und sowas. Oh, das
habe ich auf YouTube gesehen. Ja, das war richtig geil. Habe ich dir das nicht verlinkt? Ja. Ja. Ich glaube, da kommen alle zu mir nach Hause und wollen einmal Zizi spielen, ey. Aber was machst du, wenn du Lind fährst? Auch mit dem Stummrad. Philipp? Ja. Laut Chat hättest du die AfB auf. Die hab ich an. Okay. Also. Läuft die ganze Zeit. Also ich hab eher gestellt auf 120. Also CFL, ziemlich klasse, was du da gebaut hast. Richtig spitze. Wenn das danach alles. Kräfte hier. Ist, 80! Power! Hat er ein Bild geschickt oder was? Nee, er hat einen Link zum Video geschickt. Ach, hier. Schon die Verleitung, wie die filigran gemacht ist. Ja, Wahnsinn. Ja, ich kenne dich. Wir spielen heute noch Omsi 2 ab 23 Uhr circa. Oh ja, das ist wirklich klasse, was du da gebaut hast. Kann bis halb 12 dauern, weil wir noch nicht Paderborn sind. Wir haben ja noch nicht mal Warburg durchfahren. Also spätestens 0 Uhr. Ja. Hat er doch eh so einen Kombi-Hebel, hat er ja drin, oder? Ist das ein Kombi-Hebel? Nee, ja, nee, das ist normal. Ja, aber irgendein Hebel hat er da mit drin. Also auf jeden Fall richtig geil, was er da gebaut hat. Ja, also, der wird ja so ein Hebel schon reichen, ne? Ja. Siefer. Weil das dann richtig toll ist. Brauchst du nicht nur den nur noch Lind fahren und alles in die Hebel. Zugbeeinflussung. Oh, die PZB. Da hat er selber gebaut. Ja, man muss sich halt damit auskennen. Ja, wir spielen um 23 Uhr Omsi, spätestens halb 12. Ich glaube, ich tippe mir da mal eine Nachricht für ein. Wenn da jetzt noch mehr Fragen. Wir spielst du heute um 23 Uhr um 7. Nein. Nee, er spielt keinen um 7 mehr. Hat sich erledigt. Susi 3 ist da. Susi 3 ist da. Lass gefahren werden. Kann nicht alles haben. Ja. Zugbeeinflussung. Jetzt sehen wir dann von 85 Watchern. Auf einmal ist er 45. Ab circa 0 Uhr. Wirklich. Also der. Ab in die Ablenkung. Das ist schon voll. Ab in die Ablenkung. Zack, nochmal. Musst du auch mal in Susi 3 Straßenbahn fahren und aufnehmen? Wenn es irgendwann das mal gibt, klar. Also Philipp, was hast du, wieso bremst du da so stark? Siefer. Weil ich auf 70 runter muss. Wegen der PZB. Ah. Da muss ich doch ziehen, ich hab ja Tonnen hinten dran. Ja, stimmt. Das ist kein TR16. Meckert er da nicht dann auch später bei der Auswertung? Nö, beim Güterzug nicht. Der Fracht wird schlecht. Ja, schlechter Fahrstil bei Güterzug, wa? Daniel, Niklas hat sich einen Scherz erlaubt, als er geschrieben hat, kein Omsi 2 mehr. Oh Gott, ich glaube das auch noch. Daniel, guck einfach mal über die Nachrichten, also. Wir schreiben schon rein, wenn das kommt, und wir haben es jetzt auch öfter schon im Livestream gesagt. Wie findest du Loksim 3D? Ne, du kannst ja nicht weiter hoch, wenn du erst später gekommen bist. U-Bahn Frankfurt für Susi 3. Ja, das wäre sehr interessant. Ja. Ja, das. Das wäre was. Dann setz dich doch gleich mal ran, du bist auf Let's Player. Ja, genau. Red mal mit dem Altair, vielleicht bist du der Modeller. Die von. Die Modelle von. Wie heißt der? Trains. Ja. Ja. Die Modelle kann er ja daher nehmen. Da ja eh alle. Die Führerstände waren ja auch in Ordnung. Obwohl, da müsste man schon einen Fotoführerstand haben.
Kann man sich im Zusi auch frei bewegen? Das weiß ich nicht. Dann noch Also F8. dann wie im Train Simulator meinst du, ne? Ja, Ja, mit ja. 8. Drücken wir Machst du mal einen? 8. Ach ne, Also falsch. Sören, er hat schon ein Let's Play mit dem Bussimulator 2016 Ja, hochgeladen. wenn ich den jetzt noch im Livestream fahren müsste, ich glaube, da gehe ich, springe ich gleich vom Balkon. Da wir das ja möchten, fragen wir bitte nicht mehr nach Bussimulator 2016. Ach, Ausfahrt. Ja, und was sollte das jetzt hier? Denn Bussimulator 2016 stinkt. Ne, Philipp, da kannst du mir doch nur recht geben. Jo. Zugbeeinflussung. Was sollte das hier? Soll ich dem FDL eine klatschen? Ich bin extra hier reingefahren, ohne eine Überholung oder was? Also, ja, war ja nicht hier, du. Ausfahrt 60. Boah, ich freue mich schon, wenn ich das Ja. habe. Regio Shuttle fahren. So, Boeing Dann Fan winkt. 0604 hat eine Sie Frage an dich. fahren. So, hab mal eine Frage an den Philipp. Was ist besser, Trainsmoo Area oder Zusi 3? Und wird er den Trains mal zeigen? Oh. Wenn ich jetzt mal meine ganz, 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 ganz ehrliche Meinung sagen darf. Trains New Area werde ich nicht spielen. Sowas hole ich mir nicht. Zweitens, ich empfehle Zusi 3. Wenn jetzt noch die Rheinstrecke kommt, dann mache ich erstmal so Rollo runter und nicht mehr ans Tageslicht gehen. Sie hat man irgendwie auch manchmal den Eindruck, das wackelt ein bisschen auch, ne? Bisschen so, dann in den Weichen. Das ist normal, ja. Das ist real. Eindruck. Tatra KT4DM schreibt: Ich liebe Trains Simulator. Ich liebe Trains. Gute alte Zeiten, ja. Und ich Ja, mag Trains auch die. gut. Und ich mag die Tatra KT4DM. Ich wusste jetzt gar nicht, dass ich hier weiterfahren muss. Bad Driburg. Der Slogan für TS16 müsste so heißen: Train Simulator 2016. Geld zum Fenster rauswerfen. Genießen Sie Dampfhals in höchster Qualität. Dampfeis! Was gibt's denn da Feines zu trinken? Energy Drink. Energy Drink. Ja, Ja, muss ja. muss man auch verlockt haben. Ja. Was hält der Philipp von Stadtbahn-Simulator? Ich glaube, die Frage müssen wir nicht stellen. Ekelhaft. dann spiele ich keine persönlichen Fragen mehr. Haben wir schon mal Glück. Nochmal und ja. Was hat er denn wieder Dann gefahren? bekommst du erstmal klar. Schöne Landschaft. Grenzübergangsstrecken mit Systemwechsel wäre wirklich geil für Zusi 3. Zugbeeinflussung. Das wäre wirklich was. Sie fahren. Das war gleich angeschissen, weil man hier das Schummelfenster benutzt hat. Ja, da bist du gleich angeschissen. Welches Schummelfenster denn? Ja, F7, glaube ich, oder F8. Ne, nicht doch F8. F8, da darfst du nicht drücken, das ist das Schummelfenster. Wer Warum ist schummelt, das das darf. Ja, Schummelfenster? weil da alles Ja, drin da steht. stehen so Informationen drin. Wie im TS zum Beispiel dieses hat unten Zugbeeinflussung. drin. So ungefähr. Wir durchfahren jetzt Hümme. Mit 80 km/h muss dieser Bahnhof durchfahren werden durch diese hufeisenförmige Kurve. Unsere Strecke wechselt jetzt vom Tal der Eder ins Tal der Diemel. Hier endet auch die Kasseler Stadtbahn, sogenannte Regiotram. Früh fuhr sie bis Warburg, sie wurde jetzt bis Hümme zurückgezogen.
steht auch eine Regiotram nach Kassel Holländische Straße. Schöne, oh, schön unser Güterzug im Blick. Displays. Hümmer, durchfahren. Keine persönlichen Fragen. Boah, das macht richtig Spaß mit dem Ebola. Ja. Sifa. Ich finde es traurig, dass neue Simulatoren rauskommen und die alten total schrecklich aussehen. Nur die wenigen Simulatoren, die neu rauskommen, sind gut. Ja, ich sag mal, OMSI 2 und OMSI 1 hat sich eigentlich relativ gut gehalten. Und dann kommt zum Beispiel OMSI 2016. Ja, das wär's. Kommt Bus-Simulator 2016 nicht ran. Ah, niemals. Es kommt eigentlich gar nichts an OMSI ran. Das ist das Problem. Es ist einfach zu viel erschienen und man hat viele Möglichkeiten in dem Simulator. Das ist das halt. Das ist genau wie in SUSI 3. Du hast hier viele Möglichkeiten. Das kann der TR16 dir noch nicht mal bieten. Ja. Wenn die Rheinstrecke kommt und irgendwann Ruhrpott, Münster, ey, dann kommt das Ding von der Platte runter. Weg damit. Tschüss. Wollen Sie den Papierkorb leeren? Ja, will ich. 200 GB Speicherplatz freigegeben. Ja. Durchfahrt Eberschütz. Ja, kein Zug mehr. Was halt schon schade, ne? Wenn jetzt sowas rausgekommen ist und dann hat man richtig, wie viel Geld man eigentlich für nichts ausgegeben hat. BBAs sagen, freuen mich auf den Fernbus-Simulator. Joa, mal schauen, wie der so wird, ne? Mal schauen. Mal kicken. Ich erhoffe mir dann... Mal kicken, wie der Sowjete. Weil in letzter Zeit ist irgendwie nichts mehr Brauchbares rausgekommen, leider. Ja, irgendwie ist er tot. Tote Hose. Oh ja, jetzt lauter. Und guckt euch mal an, wie SUSI flüssig läuft. Habt ihr ja gesehen, in Kassel, das hat ja fast gar nicht geruckelt. TR16, wenn da jetzt, selbst wenn da jetzt 3-4 Züge stehen, würde SUSI nicht ruckeln. Vielleicht ein bisschen, aber noch, da merkst du gar nichts von. Zu E16 würde gleich ein Dampfwein ausspucken. Durchfahrt Lammerten. Wenn du einfach zu viel Sachen ladest. Am besten musst du. Du müsstest so einen Stuhl dir holen, der dann die ganzen Bewegungen von der Fahrt aufnimmt, ey. Ja. Ja, gleich so eine Kabine. Ja. Auch so ein bisschen mit Vibrationen und so, das war gut. Da hättest du bei der 218 richtig nach vorne geschubst, ey. Wenn du so stark bremst. Hm, so. Da bin ich für das Mikro dran. Hoppala. Alles super. 3. Milchbrötchen. Lokführer holt was aus der Tasche. Ja. Hast du deinen Rucksack neben dir da stehen? Der steht hinter mir. Was hast du dir denn geholt? Ein Milchbrötchen. Milchbrötchen, ja. Ah. Der Rucksack ist hinter mir von der DB. Hast du gleich die Familienpackung gekauft? Na klar. Mit 628 Stück drin. Mhm.
Wie viel Kalorien? Egal. Mir egal, Hauptsache es schmeckt. Ist mir egal, Hauptsache es schmeckt. Richtig, richtig, Philipp, richtig einstecken. Hauptsache es schmeckt. Ich fahre gerne Zugsimulatoren, also ich bin ja sowieso Bahnfan hier seit meiner Geburt. Von daher. Bestimmt mein erstes Wort war bestimmt N-Wagen. N-Wagen! CF3, CFL schreibt Zusi3-Stuhl, das ultimative Feeling für Bahnsimulatisten. Ja. Jetzt Zusi-Shop für nur 300 Euro mit direktem USB-Anschluss an Ihrem PC. Zugbeeinflussung. Der Philipp kam raus und hat gerufen: 111, vernünftig. 111! Ist der Lock. Wenn TS mit unreal Engine rauskommt, ändert Philipp dann seine Meinung? Nö. Nö. Die ist ja nicht real, darum geht's ja. Und die zerhaut ja alles. Ja, die das programmieren, dann möchte ich mir nicht vorstellen. Siehst du? So musst du in Zusi den Zug abbremsen, damit du voll musst du ziehen, damit du auf die 60 runterkommst. In DSR kannst du zwei Bremsstellungen. Ausfahrt halt erwarten. Zugbeeinflussung. Das kann nicht sein. Naja. Muss schon voll in die Eisen gehen, damit du auf die 70 runtergehst. Daniel, wenn du den Stream meinst, darfst du halt deine auf YouTube an. Bei mir funktioniert's ja auch nicht. Ja, ich muss ein bisschen schneiden und dann passt halt. Genau. Die Fahrt von Husum nach St. Peter-Ording schmeiße ich raus, das hat ja eh nicht funktioniert. Da mache ich nochmal ein separates Video. Oder ihr könnt bei mir, von St. Peter-Ording nach Husum. Ja, der könnt von die gleiche Strecke, wenn ihr die nochmal sehen wollt, bei Michi LP gucken, da hat er auch schon mal ein Video hochgeladen. Ja, das ist gut auch gemacht. Ja, fand ich auch. Ach, die schneidest du raus. Ja. Hat er eh nicht funktioniert. Warum hat das nicht funktioniert? Da war ich doch vor Husum stand am Signal, hat nichts mehr war funktioniert. War doch schön. Ja, total. Philipp, BDS fragt, welcher dein erster Zugsimulator? MSDS. Ja. MSDS. Philipp ist im N-Wagen geboren. Genau. Zugbeeinflussung. Wo ich am Bahnsteig stand, das kleines Kind, da standen noch die ganzen Einheits-Eloks. Knallfrosch 624, 140, 103, alles war noch da. Ah. Und heute? Müll. Müll und Müll. Biomüll. Ja. Oh, hast du rotes Signal? Nö, hat er nicht. War frei. 60, Ausfahrt. Ausfahrt 60. 500 Hertz war inaktiv, hab schon gesehen, Ausfahrt 60, alles klack, also wieder beschleunigen auf 60. Philipp, wann haben wir denn ungefähr Ankunftszeit? Hm. 40 Minuten wahrscheinlich. Wenn alles gut läuft, ne? Jo, also kommt 23.30 Uhr um sie 2. Ja. Wenn alles gut läuft bis Paderborn, ich hoffe es. Normal, jetzt läuft noch alles glatt. Man weiß ja nicht, was noch vor Altenbeken kommt. Alles gut. Vielleicht kommt dann ein verspäteter Regionalzug. Ja. Dann müssen wir wieder zur Seite. So dann zur Seite und warten und warten und warten. Wir dann da 3 Stunden warten. Aber wenn sowas mal gibt, so komplett Ruhrgebiet, die Strecke dann verknüpft, dann schon mit dem Güterzug von Kassel nach Gladbeck fahren, über die Umgehungsbahn. Oh. Schön durch den Hammer rein. Tierbahnhof, das macht da richtig erst Spaß. Und dann kommst du auch so ein bisschen ins Schwitzen da, weißt du, so Rangiersignale und dann alles, das ist dann wieder interessanter dann.
Philipp, Philipp braucht Boeing. Far Cry 4 oder das neueste Exemplar Far Cry Primal von Ubisoft. Ja, was soll ich damit? Hier. Ja, klar. Was spiele ich überhaupt nicht? Das wäre die Antwort war. Ja. Ich sitze nur im Führerstand, das ist meine Welt. Er ist im Führerstand. Ah, oh, frei, sehr gut. AB1, VR1. Ne, Michael P. Mager. Den mag der Philipp. Und umgedreht, denke ich mal auch. Ja. Wir haben uns ja auch ein bisschen so abgesprochen bezüglich der Susi-Aufnahme. Eurobahn! Bum, bum, bum. Gucken wir mal, ob es auf der App geht. Gleich kommt Warburg. Haben sie ja vorhin gesagt, ob es auf der App geht. Aber dass der Ebola sich schön von immer weiter geht, so synchronisiert, ja. Das ist... Nicht wie bei PTP2. Ja, PTP2 erstmal mit der Panzertaste, weißt du so. Bum, bum. Ja, Philipp, ich dachte, du hättest GTA 5, oder? Ja, habe ich aber nicht mehr installiert. Achso. Gleich immer gesagt, ja. Holt sich das. Dann hat er es gespielt, oder was? Ich spiele das aber nicht. Nee. Er hat sich. Aber vielleicht kommt ja irgendwann mal für Susi 3 so eine Multiplayer-Funktion hier mit Stellwerk und sowas. Das ja, das wäre richtig. Ja. Das vielleicht mal gucken, ne, das Programm ist ja gerade erst mal draußen, ne, aber möglich wäre das hier in Susi auf jeden Fall, weil Susi ist von der Stabilität her 1A. Ja. PTP 2 war auch GBAs. Ja. S-Bahn Berlin, meine kompletten Linienfolge, weißt du, der einzige war ich, der die Linie komplett gemacht hat. Ja, das stimmt. 1A Haushaltsprogramm. Dabei Kartoffeln schälen. Genau, Kartoffeln schälen. Wunderbar. Ich verspreche, wenn man das nochmal anguckt und man dabei nicht Kartoffeln schält, man riecht die rohen Kartoffeln. man riecht das. Philipp, da muss die Magd aus Bodenmais wieder arbeiten. Ja. Genau. Ne, aber ohne Scheiß, PTP2 habe ich ja geholt, da wo MSTS, das war schon okay, weil da war halt erstmals mit PZB und sowas, ne? Ja, dann so, kam TS16. Ja, dann kam TS10, habe ich ja angefangen. Das ist Wandel, ja? Ja, der Wandel der Zeit. TS16 kam, dann war PTP2 weg, jetzt ist Susi da, TS16 weg. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Als nächstes ist dann richtig. Der nächste Simulator heißt Bahnsim 2018. SIFA. Ne, da machst du dann gar keinen Simulator mehr. Da machst du es richtig in deinem, wenn du es schaffst, in deinem Beruf dann so. Ja. Nalt dir eine Kamera um, war auch so. Jetzt. Wenn ich echt mal Lokführer wäre, dann würde ich die Leute echt mal verarschen und sagen: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bahnsim 2018. Genau. Heute. Wir sitzen hier im Führerstand, hier surreale Grafik, 200 FPS und Multiplayer-Funktion. Ihr seht, die ganzen Züge fahren gerade ein. So, wir grüßen mal den Kollegen. Oh, er grüßt ja zurück. Ja, ja, genau. Also, dieses Spiel kann ich euch nur empfehlen. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Oh, Eurobahn steht hier, nach Kassel. Das Spiel kostet nichts, im Gegenteil, ihr kriegt von der Bahn noch jede Menge Kohle in den Arsch gesteckt. Ihr bekommt Geld. Genau. Ihr bekommt Geld, also es ist alles kostenlos. Genau. Der Realismus ist auch, ihr bekommt einen Schichtplan. Genau. Und ihr habt einen Kinn an Bord, einen Kinn. Einen Kinn, da kommt er mal vor. Da warten wir mal kurz. Genau, mach mal die Tür auf. Moin, Franz, moin, komm rein. Siehst du das so im Bild? Guckt euch den. Der Kinn bringt euch sogar einen Kaffee vorbei. Ja. Das müsst ihr wirklich machen. Ja, echt, ey. Stell dir vor.
Schnallst du dir so eine Kamera Ja, um die Stirn und machst das. wir verabschieden uns von Niklas, der Berliner, der kann leider heute nicht länger. Tschüss. Und was ist das jetzt hier? Ist das jetzt hier eine Spaßfahrt oder Name. was? Ja, guckt euch das mal an, was jetzt hier ist. Ich stehe jetzt hier und da vorne steht ein Zug. Ah, der Ach kriegt nee, jetzt da. Ausfahrt, ja, der kann ich nicht abfahren, du. Also der Fahrdienstleiter, der ist heute irgendwie besoffen. Der Was ist schickt. das, Gradler? Ist das Stadler? Ach nee, das ist Eurobahn, ne? Flötter von Ja, Münster. Flirt. Ja, Eurobahn, oder? Flötter aus Münster, der endet hier. Ach, da Eurobahn, steht da oder? vorne ein HP0. Philipp. Hm? Eurobahn, oder? Ja, Eurobahn aus Ja. Münster, RB89, Emsbördebahn. Geolis-Gruppe. Geolis, Das Geolis. weiß ich noch, als er hier auf die B2 gefahren ist. Ja, da war Geolis. Eurobahn. Geolis-Gruppe. Die tollen Ansagen, weißt du, diese tolle Zwangsbremsung eben, die ich da Ja. gekriegt habe. Oh, Boah. diese Ansagen. Furchtbar. Aber real. Ja, dort real, aber die waren ja in jedem Zug. Nee, Boeing-Fan, außer nein, bei Hamm. der Philipp tut es sich nicht an, eine Ausbildung bei der Deutschen Bahn als Lokführer zu machen. Seid ihr mir da nicht mal irgendwann so sicher? Aber was ich sagen wollte ist, bei Hamm Paderborn, da waren reale Ansagen, da war die Frau. Ja, Aber falsch eingesprochen, die ging teilweise länger in echt. Aber wie schön er das gemacht, wie schön er das geschrieben hat hier, der Düsseldorf Let's Player. Er hat geschrieben, der FDL ist Manfred. Ja, Ja, sehr genau, das wahrscheinlich, der schlägt hier passt zurück. sogar hintergründig, ja, tiefgründig dieser Satz. Ja. Wie lange geht die Fahrt noch? Voraussichtlich Boah. bis 23:30 Uhr. So wie das hier jetzt gerade läuft, wahrscheinlich länger als geplant. Ja, Ja, also wir stehen jetzt noch 2 Stunden, weil der da vorne ein technisches Problem hat. Ja, da hat er jetzt rote, sollten wir jetzt eigentlich zum nächsten Signal freikriegen. Ja, sehr geehrter Güterverkehrer. Wir haben derzeit ein Sehr Problem geehrte von uns sehr schön. Bananen, wir müssen die ganze. Ja, du hast doch nur leere Flachwaggons bei, oder Philipp? Ja. Ach so, stimmt. Naja, sehr geehrte Luft. Wie lange geht die Fahrt noch? Ja. Ah, genau, PTW2 Let's Play. Die Hebelsounds, alles war da so laut, ne? Ah, frei. Ah, Zack. jetzt Gezogen. weiter. Zack. Schön gezogen. Zack. Ah, schön wie die Signale so. Mick, mick. Zack. Ja, die war da auf seinem Desktop. Echt abwart. Könnte er ja gespannt sein. Genau, da bitte bis zehn Minuten zu spät und bei der Bahnarbeit. Aber da ist doch der 628 wieder raus, ne? Ja, der ist jetzt wieder raus. Ich habe jetzt freigekriegt. Ja, genau, frei. Also, es sieht aber sehr schön aus, wie er Philipp freigeschalten hat. heizt dann. Eurobahn! Geolis-Gruppe. Ja, die sieben Besiefer. Tage Was mit's da? vom MDR, das kenne ich. Magen-Darm-Rundfunk. Ne, NDR. Ach, NDR, Norddeutscher Rundfunk. Ja. 7 Tage hier, 7 Tage Deutsche Ja, Bahn, das habe oder? ich gesehen. Das, ja, die kenne ich, die kann man. Ja, das war ja auch so armselig hier beim Fernverkehr. Ja. Also, die haben wir richtig leid getan. Als der da geschlafen hat. Weil, wenn ich mir überlege, als die Currywurst für sonst wie viel verkaufen, ja, und dann Oh reißt die so ja. eine Tüte auf. Ah, da hinten steht der 628 in Absteckgruppe. Sieht alles sonst so nobel aus. Schön die Und Eurobahn. dann wird Essen aus der Tüte für viel Geld, für angeblich gute Qualität, verkauft. Das ist schon ein bisschen schlecht. Ja, genau, die 7 Tage Deutsche Bahn, genau, Genau, den also das ist. Zugbegleiter. Also die Sendung ist eh schon richtig geil, 7 Tage Ja, die ist gut. Ja, die ist gut. Ich habe mir mal Ich habe die angeklickt. mir, ich hab die mir viermal angeguckt. Also ich hab mir alle Teile von 7 Tage angeschaut.
Die waren Bei dann in den 7 mehreren Tagen im Bereichen. Bordell, ne? Nee, die habe ich mir nicht mal angeguckt, glaube ich. Die guckst du dir an, wenn du die Hose runter hast, wa? Ja, viele. 7 Tage unter Nazis gibt's ja auch, ne? Ja, fand ich sehr interessant im Doku. Ich Ja, wollte die schon machen immer das mal, ich Geschick wollte immer, schon beeinflussen. immer mal Schwachköpfe im Fernsehen sehen. Ja, das ist ja eigentlich immer. Jetzt mal die Eröffnungsfeier sehen müssen hier. Von VDE 8.2. Ist auch Zack, und lauter jetzt richtig Schwachköpfe. Vollgas! 89! 80! Zack! Und Und wieder diese ganzen zack! Interviews mit dem Bahnvorstand. Zack! Und nochmal zack! Und wieder aufs GDL-Schwein. rechte Gleis. Zack! Und wieder zack! Zack! Und nochmal zack! Sag mal, wie schnell fährst denn du? Philipp. 80! Philipp, es wird gefragt, ob du auch Zug 2013 und Eisenbahnromantik anschaust. Ja klar, habe ich alle Also, abonniert. ja, ich schaue auch Eisenbahnromantik an. Guck, Sehr, ich sehr, sehr, guck mir sehr, sogar sehr, auch gern sehr. den ER Video Express an, habe die alten Ausgaben noch gesichert. Geilste ist der ER Video Express Vorspann mit der Dampflok, weißt du, Lennart, ey. Oh ja, Ja. richtig schön. Ja, und dann fährt die Dampflok. Nee, ich meine jetzt nicht Eisenbahnromantik, ich meine Rio Grande. Ja, Rio Rio Grande. Grande. Ja, mit der Das ist Dampflok schön. immer. Ja, wo die Ich habe alle Dampflok Stars der fährt. Schiene Folgen von Ja. den ganzen E-Loks hier. Von sowas weiß ich deswegen so viel hier über die Bahn. Ich habe ja auch hier eine von der 232 gehabt. Habe ich Noch bis auf auch. die Kassette. Das war was, also die hochgefahren haben. Oh, die Dieselmotoren angeschmissen. Oh, Geil. schön. Na, der schöne Rauchpilz da oben. Das haben sie in Gera auch auf der Drehscheibe gemacht. Da sind sie mal richtig Links wieder die hochgefahren. Strecke nach Hagen, von der wir, die wir am Anfang gefahren sind. Das war toll, wie die Jetzt fahren wir hier geraucht hoch. hat. Geraucht hat, aber. Also welche Folgen ich vom ER Video Express habe hier, das sind ganz alte Folgen sogar noch hier. Die erste Ausgabe habe ich sogar noch. Wo Hagen von Otto erstmal so kam. Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rio Grande Bahnpanoramas. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um für Sie alles ins rechte Bild zu setzen. Schön. Aber nicht so, bei weitem nicht so schnell. Ganz schön betont. Aber eine Folge habe ich, das ist die schönste Stars der Schiene-Folge, das ist der ET403, der Donald Duck. Was haltet ihr von der SBB? Schweizer Bundesbahn. Schweizer. Schweizer. Sehr gut, schön. Pünktlich, zuverlässig. Ja. Steht immer ein Ersatzzug immer im Bahnhof bereit. Wenn Bereitschaft. also TB Ask, wenn du das weißt, dass also du sagst, Hagen von Otloff ist geil, dann kann ich dir etwas stellen. Wo ist denn Hagen von Otloff geboren worden? In Zwickau. Na? Oh, jetzt Ah. was. Sie Also ich hoffe, du hast es jetzt nach meiner Frage innerhalb von 2 Sekunden geschrieben. Oder du wusstest das. Oh, schön. Antwortet da Warmer aus Philipp Fenster. ein, da antwortet der Limit einfach. Ja, Entschuldigung, muss ich die Frage, dass ich das jetzt für die Frage noch nicht gestellt hast? Ja. Philipp, welcher war denn der Vorstandsvorsitzende von der Bahn, der die Pünktlichkeitszone aufgestellt hat? Johannes Ludewig. Der Ludewig, Ja, der eben. Ludewig. Und der war dann nicht der Dürr gewesen? Weiß es nicht. Bahnchef Dürr? Nee, das war glaube ich Ludewig war das. Johannes Ja, Ludewig. das war der, der vor Medon war. Weil der Medon hat es wieder Ja, abgebaut. der war eh der beste, Ludewig. Ja. Der war der Mann, du. Da ich grad, als du Wenn gesagt der hast, der war eh heute der noch, Beste, ich wenn gedacht. der heute noch wäre, da würde die 103 heute noch rollen. Und die N-Wagen. Da gäbe es keine Privatbahn heute. Wenn der noch im Vorstand wäre, da gäbe es keine Privatbahn. Ich finde aber die Privatbahn gerade schön. Ja, Ja, bei der aber Bahn da würde es wäre einiges Privat besser laufen. Sage ich nur so. alles besser laufen.
Also sagen wir, da würde es laufen, ja. Bahn dürfte eigentlich einfach nicht mehr Deutsche Bahn heißen. Sagen. Auch nicht abgeleitet von Deutsche Bundesbahn. Es müsste noch Deutsche Reichsbahn heißen. Wenn ja. Da noch ein. Genau, ja, dann würden überall noch 143 auf. Bumswagen. Weinrote ja. 143, Weinrot. Da gibt es auch den hässlichen City-Tunnel in Leipzig. Ne, da gibt es wieder die alte Umfahrung. Genau. Leipzig Ost. Ah. Durchfahrt Willebad Essen. Kommt gleich. Willebad Essen. Jetzt haben sie so einen hässlichen Schnitt durch dieses Herz gemacht, was da früher war. Ja, da war ja ein Herz, diese Form Plagwitz ja, und das sowas. War nicht so ein schönes Herz. Und jetzt haben sie da einen Schnitt durchgemacht. Richtig symbolisch, ne? Ich habe jetzt mal, also ich habe ja hier die ganze Zeit das Straßenbahnmagazin gelesen, ja. Dann nehme ich mal immer 3 Stück am Tag vor. Denke ich, reiche noch bis 2018. Und sag mal, was ich hier noch habe. Musst du gleich mal ins Bild gucken. Historische Kostbarkeit als Buch. Die S-Bahn Rhein-Ruhr in den 80er Jahren mit der ersten Eröffnung. Und sowas lese ich auch immer. Und natürlich ganz wichtig. Das Buch, der Einheits-Elox. Ah, schön, jetzt habe ich es gelesen. Ja, hab's gesehen, sehr schön. Ja, und da habe ich einen Bericht gelesen. Damals, ich glaube, das ZEF war von 97. Und da haben sie geschrieben, dass sie aktuell nach einer Lösung suchen. Den damals war ja noch in Betrieb, der Bahnhof, Bayerische Bahnhof. Ja, der Bayerische Bahnhof, ja. Genau, und da wurde noch drüber gesprochen, eine Stadtbahn oberirdisch als in Form einer Straßenbahn zum Hauptbahnhof verlaufen zu lassen. Und da hat man allerdings gesagt, dass die Kosten dafür zu teuer wären. Und dann kam jemand schon damals, muss man ja mal sagen, auf die Idee, einen Tunnel zu bauen. Und da wurde erst recht abgelehnt aufgrund der Kosten. Außerdem hatte die Bahn da gesagt, sie müsste dann alles auf die Stadt Leipzig abschieben, von den Kosten. Hm. Damit der Vorstand ja noch seinen Bonus kriegt. Müssen wir überlegen, die haben letztes Jahr wieder 105% Bonus gekriegt. Die kommen nur Bonus. Ja. Die Deutsche Bahn ist wie wenn du Train Fever spielst, ohne Kosten. Ja, eben. Ja, genau. Eben. No Kosten. Ja, genau. Die kostet einfach nichts. Hier, Tim, musst du mal gucken, was ich auch noch für einen Film zu Hause habe. Auch ein ganz wichtiger Film über die 243. Trabi. Oh, schön. Du kannst mal so einen Videoverleih aufmachen, was? Ja, wir haben einen ganzen Schrank voller Videofilme, alles Stars der Schiene, hier alles. Bahnecke. Ja, ist eine Bahnecke. Bahnstube. Ja, ist auch Bahnstube. Du hast doch so einen Straßenbahnwagen in dein Zimmer rein. Ja, habe ich auch. Ich habe sogar eine. Ach, du hast einen Straßenbahnwagen in deinem Zimmer. Ja, ich habe auch ja keinen großen hier, das ist ja 1:20 Format, ey. Was, du hast einen 1:20? Nein, ich nicht. Oh. Das wär's ja jetzt. Ja, das wär's so. 1:20? Ja, 1:20 ist ein schönes Format. Willebad Essen, wir fahren nicht durch den neuen Eggetunnel, denn der ist hier leider noch nicht dabei. Die neue Strecke zweigt hier links gleich ab hinter dem Bahnhof durch den neuen Eggetunnel ab, der fast 2 Kilometer lang ist, oder 1,5. Wir fahren noch über die alte Strecke außerhalb des Berges herum. Oh, schön. Der neue Eggetunnel ist lässt eine Geschwindigkeit von Tempo 160 zu. Oh, wir heizen. Nee, wir heizen nicht. Wir fahren langsam. Wir fahren noch wir fahren über die alte Strecke. Will aber das denn? Zack. Ja,
sehr schönes Kap, also das gefällt mir richtig. Das ist toll. Verstand. 189. Noch schön hoch aufgelöst, ne? Wow. Düsseldorf Let's Player fragt, Philipp, guckst du den ESC, also Eurovision Song Contest? Nee. 2016? Also gucke, er gucke mir den Eurovision Bahn Contest an, aber nicht diesen Song Contest. Ja, das wär's, ja. Du gehst aber ganz schön in die Bremse, wa? Nö, das ist AfB-Bremse. Ich hab AfB nur runtergesteckt, ich fahr mit AfB. Man kann alles auf die AfB schieben. Ja, genau. Macht dann jemand auf der Lok hier, warum bremsen sie denn so komisch ab? Zugbeeinflussung. Was hast du denn bei dir von Bild in. Sifa. Sifa. In deinem Zimmer. Wo? In deinem Büro. Direkt, direkt über deinen Kopf. Ja. Das ist ein Bild aus London mit dem Bus. Aha. Mit der Tower Bridge. Tower Bridge. Und dem Big Ben. Tower Bridge. Zugbeeinflussung. Die Briten sind da nicht schlecht. Ja, da kommt auch schon eine Britenfrage. Philipp, wie findest du England? Eigentlich England? England ist nicht schlecht. Ich habe ein schönes Londoner U-Bahn-System. Schön noch alt. Ja. Schöne Busse haben sie in London auch. Da soll ja auch was kommen aus London Add-on. Da freue ich mich auch schon. Das soll ja richtig geil sein mit Big Ben und Tower Bridge und schönem Linksverkehr mit neuen KI-Fahrzeugen. Also mit Original, auch mit Original Londoner Bussen, Doppeldecker. Also das wird richtig auch geil. Schön im Linksverkehr mal fahren, wenn du rechts, ey. Da freue ich mich auch schon, dieses Omsi Add-on London. Das wird auch cool. Schön mit englischen Ansagen, Original und alles. Oh, ja. Jetzt bin ich gespannt darauf. Ist nochmal was anderes, ne, wieder. Wir haben sogar eine Reportage über die 111 hier. 50 Minuten 111. Nur 111. Nur 111. Ja, Philipps Bahnstube, genau. Ja, wir fahren. Um sie, Oh, nicht schon wieder. DSW21-Fan schreibt, findet das Prager Metrosystem sehr geil. Ja, Prag ist auch eine Stadt. Ich muss auch sagen, ja, Moskauer U-Bahn. Ja. Muss auch sehr interessant Moskau. Sein. Nein, nach Prag, zum Bahnhof. Der ist sehr schön, der Prager Bahnhof. Ja, Prag war ich auch schon, ja. Ey, Lennart Bossen noch PTP2? Habe ich noch. Ich hab PTP2. Ja. Ganz aber Add-ons, ey, Alter, dafür habe ich auch echt Geld zum Fenster rausgeworfen, ja. Ey. Da kommt ja auch nichts mehr. Aber der Prager Bahnhof. Weißt du, ich habe jetzt erst ein Aufgabenpaket geholt und wusste gar nicht, dass ich da das Hauptspiel habe. Du meinst das Zusatz-Add-on, ne? Ja, und dann haben wir das zweimal gekauft. Gott. Weil irgendwie Online-Download, das ging nicht. Mhm. Da haben wir das nochmal als Dings gekauft. Mhm. Als Box-Version. Ja, ich sag nur, dass es ja Leute gibt, die sich Trackback kaufen, ne? Und sich wundern darüber, dass sie es dann nicht fahren können. Ja. So. Aber ich sag nur eins, jeden Eisenbahn-Simulations-Fan, der richtig auf Realität steht und alles, empfehle ich echt zu C3. Das ist. Ja, da kann man wirklich sagen, ja, da für 70 Euro plus die ganzen Versandkosten, da habe ich was Vernünftiges gekauft. Jetzt so als Zuschauer mag man das eigentlich gar nicht glauben, aber wenn man das selber fährt, ne, das ist. Ja. Es macht einfach Spaß, so diese reale Kräfte hier alles, also dieses. Ja. Die ganze Realität der Strecke, die man schon als Fahrgast mitgefahren ist, wie das aussieht, das ist einfach nur geil. Vor allen Dingen ist es sehr real nachgebaut. Und dann die Strecke ist real. Ja, was auch noch in Zukunft kommt, da kann man sich ja richtig drauf freuen. Wenn die Rheinstrecke kommt, von Köln bis Bingen, das ist mehr als die im TS16 und auch Realität.
Da kann man in Köln-Deutzerfeld starten, da kann man die Züge rangieren, kann man Rangiertag machen, da kann man mal fahren. Schön hier 80er Jahre Fahrbahn mit dem Donald Duck, Lufthansa Airport Express. Und dann bis Bingen mit allen unterwegs halten oder mit dem Seat Digate. Ja. Oder so. Sifa. Das ist das, was. Worauf ich mich richtig freue. Und Strecken auch aus der Heimat. Boeing Fan 0604 schreibt: Philips Video Eurobahn Spritzer PTP 2. Ausraster bei der PZB 20. Ja, genau. Da bin ich, aus. Das kann doch nicht sein. Oh, yes. Wir machen doch alles richtig. Kann ich auf der Wand grün. Von der S-Bahn Berlin. Der Fahrgast, der einmal den, der wieder nach vorne kommen. Also, PB Ask, da stimme ich dir voll zu. Die Kurvenüberhöhung ist richtig, richtig geil. Oder? Ja. Ja. Da muss ich dir recht geben. Vor allem, wie schön, dass ich. Und die Fahrleitung ist auch nicht verzerrt, wenn man weit guckt. Ja. Mhm. Vor allen Dingen immer schön zickzack. Ja. Ja. Nicht wie bei Berlin-Wittenberg, einfach nur schnurgerade wie eine Wäscheleine. Oh, wird mir richtig schlecht. Naja, bei sowas. Berlin-Leipzig mit dem Update haben sie es ja behoben. Ne? Ja, das sieht aber trotzdem nicht so perfekt aus. Ja, so wie in Zusi sieht es natürlich nicht aus. Nee. Ja, sollen sie mal Berlin-Leipzig machen für Zusi 3. Passt doch. Ja. Sollen sie alle Strecken jetzt, die in TS16 gemacht haben, von anderen Herstellern bitte für Zusi 3 machen? Ja. Nufkashi sagt, wenn die ganzen NRW kommen, wenn das ganze NRW kommt, bin ich den ganzen Tag am, ja. Wenn Zusi 3 Ruhrgebiet kommt, Münster und sowas, erstmal eine Woche Urlaub nehmen und Rolle runter. Zack. Stelle ich mir einen Servicewagen hin, brauche ich nicht mehr in die Küche gehen und dann fahre ich. Genau. Gezockt. Dann gibt es erstmal 8-Stunden-Video. Aber wenn echt mal sowas gäbe, hier fahren sie einen Güterzug von Seelze, von Maschen bis nach München runter, würde ich echt ein Let's Play machen. Hallo und herzlich willkommen zu der 9-Stunden-Fahrt. Ja. Kaffee trinken hier. Kannst du das Livestream machen, Mann? Ja, da kann ich das Livestream machen, ja. Sonst wird das zu lang. Ja. 3 Uhr morgens, Kaffee trinken. DSG 2, wir fahren gerade zu Sie 3, genau. Das echt würde ich echt machen. Ach, hier sind wieder 120. Oh ne, hier MTS wieder. Furchtbar. Hier steht Zug nähert sich. Zug 1 nähert sich, obwohl der auf dem Nebengleis steht. Ja. Ah. Ja, aber dann nähert er sich ja eigentlich. Er nähert sich. Ja. Auch nicht, dass man da gleich das Spiel beenden muss. Ja, das kannst du schon mal draufschreiben. Spiel beenden. Sifa. Sifa. 81 Zuschauer am Markt, oder? Ja. Bin Durchfahrt Bucke. Mach mal ein bisschen Spendenwerbung hier, Timmy. Na ja, hau ich gerne rein. Na, sehr gut. Auch die Fahrleitung, die jetzt hier ist, ist ja Mast. Original. Ist auch in der Realität so. Auch das Bahnhofsgebäude rechts, der Schuppen, gibt es auch heute noch. Steht auch sogar noch der Name Buke dran. Ja. Ah, okay, Philipp, da weiß ich Bescheid. Ach, das ist dran. Ja. Bodenmais. Oh, das, also, die Kurvenüberhöhung, herrlich, da krieg ich gleich einen. Also. Ja, da wirst du ja gleich einen wichsen, wa? Also wie auch alles funktioniert hier mit PZB, LZB halt und sowas, da würde ich auch, kann ich auch sehr den Kanal Echoray empfehlen. Der macht auch Zusi-Videos, der hat das alles gezeigt, da könnt ihr euch dann auch mal umschauen. Zugbeeinflussung. Genau. Sifa. Thank you.
Alten Bacon kommt als nächstes. Alten Bacon. Zugbeeinflussung. Rechts zweigt gleich die Himminghausener Kurve ab. Diese Kurve benutzen hauptsächlich Güterzüge, die in Richtung Seelze fahren, um weiter Richtung Hameln, Hannover zu fahren. Für diese Kurve kann man auch fahren, gibt es einige Fahrpläne. Zugbeeinflussung. Wir fahren allerdings nach Paderborn. Wir fahren gleich hinter Altenbeken, einen wichtigen Bahnknotenpunkt im Weserbergland, wo das wunderschöne Altenbekener Viadukt. Herrlich. Ja. Da ist das Viadukt schon auf der linken Seite zu sehen im Fenster. Rechts die Strecke aus Richtung Hannover-Hameln, aus Herford-Detmold und aus Bad Gandersheim-Bad Driburg. Siefer. Oh, jetzt der Abzweig, der war ja herrlich, oder? Ja. Vor allen Dingen, wie die andere Oberleitung noch eingeführt wurde. Ja, das ist alles hier. Jetzt musst du mal hier gucken, hier in Altenbeken, wie das aussieht. Ja. Kann ich mal ein bisschen zoomen. Halt der Becken bei Duckt. Sind zu sehr auch Fernlicht? Glaub nicht. Ja, das schönste bei Duckt im Weserbergland. Die Qualität kann man nicht umstellen. Geht leider nicht. Das Viadukt herrlich. Ja, das ist in echt genauso herrlich, wenn du drüber fährst. Das ist immer der Höhepunkt, wenn ich Richtung Warburg fahre. Ja, da gehst du klar auf Toilette, wa? Klar, genau. Klar auf Toilette, ey. Ist nicht mehr weit bis Paderborn. Es geht ja hier nur noch bergab. Ab Paderborn führt diese Strecke dann weiter über Lippstadt und Soest nach Hamm. Die Strecke ist dort mit zulässigen Höchstgeschwindigkeiten von Tempo 200 mit EZB-Kabel. Hier war früher hier vor auch übrigens über diese Strecke in der damaligen Interregio, Chemnitz-Düsseldorf, Aachen. Den gibt es schon lange, lange nicht mehr. Tim, ne? Mhm. Den gibt es schon lange nicht mehr, den Interregio. Den gibt es schon Jahrzehnte. Nee, ich habe den noch miterlebt, du. Vor uns ist das kleine Bekeviadukt zu sehen, auf dem wir das Dunetal überspannen werden. Ihr Reiseleiter Philipp hält sie jederzeit aktuell. Siefer. Reiseleiter im Güterzug. Ja, genau. Ja, Philipp, du wärst bestimmt auch so einer, der öfters mal Trainspotter oder sowas mitnehmen würde, wa? Ja, wahrscheinlich, ja. Was zu erzählen haben. Auf der Lok. Ah. Weißt du, hier fuhren früher 140er, 141er, hier fuhr alles früher. Weißt du, der will eigentlich nur seine Ruhe haben, damit er was filmen kann. Und der Philipp dann so weiß. Ah, Mann. Damals wurde gestorben. Ja. Ah, die Pest gibt's ja eigentlich jetzt, ne? Ja, 101. Ja. 101, genau, die Pest, 101. Oh, ich hasse diese Lok. Ich hasse sie. Ich hasse sie einfach. Ja, Philipp, komm. Das ist nicht so viel,
Nicht, dass mir Kriegt der er ja Tauch wieder gedoppelt Handfällen worden her. ist. Nicht das hier, genau. Der Taurus ist viel besser, der Taurus. Nichts überstürzt. Taurus ist besser. Wir verschieben Omsi 2 auf ca. 24 Uhr. Ja, unsere Fahrt dauerte länger als geplant. Ja, unsere Fahrt dauerte länger, aber wie ich gerade sehe. Ist halt so ein Güterverkehr. Oh! Wir sind ein bisschen früh dran, ne? 5 Minuten. Wir haben null. Sind wir pünktlich hier? Sehe ich, gucke ich gerade im Ebola. Sifa. Pünktlich. Habe ich wieder ein bisschen rausgeholt, ja. Wenn man gut fährt, ne? Dann immer gut pünktlich dran, du. Aber es kommt ja ein Wettermod dann, das wird ja auch geil mit Schnee und sowas bestimmt. Mit Ratschlumpf. Oh, Ratschlumpf. Also Schnee gibt's also momentan noch gar nicht. Nee, nein, nein. Weil da kommt ja irgendwann eine Funktion mit realem Wetter oder sowas bei Omsi, wer weiß. Aber was ich mich freue, wenn irgendwann so deutsche Reichsbahnstrecken kommen, schön mit den alten Fahrleitungsmasten. Oh ja. Oh. Mit den alten Ausliegern. Wir grauen. Ja. Machen wir noch eine kurze Pause vor um die zwei Wochen? Ja, ja, machen wir. Bene Environment Soundpack. Wo bekommt man das her? Im Soundthread von Morphe auf der ersten Seite steht das dann. Muss man diesen Spoiler aufklappen. Von Bene? Nein, von Bene nicht. Von Morphe ist das. Schreibt jemand Bene Environment? Nee, Bene weiß nicht, dass es das gibt. Es gibt nur Morphe. Moment. Guck mal kurz. Oh, vor allen Dingen, wie schön die Lok noch wackelt an den Kurven. Ja, die Güterwagen hinten musst du richtig gucken. Guck mal bitte ein bisschen kurz hinten raus. Ja, guck ich doch die ganze Zeit schon fast. Ja, nur immer mal so 2-3 Sekunden. Ja, jetzt kann ich nicht. Vor mir ist schon wieder gelb. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Da ist das Environment. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Wenn sich alle denken, was spinnen denn hier jetzt hier so rum? Bewurst. Netzwurst. Leberwurst. Und Erdbeerkäse. Erdbeerkäse. Salamiwurst. Und Erdbeerkäse. Hä? Das kann ich nicht lesen. Bei mir wird nur frisch und deutsch gekocht. Deutsch gekocht, Teewurst, Schinkenwurst, Erdbeerkäse. Genau, und Wurst hat. Wurst Ach, macht hat er ja wieder auch gezogen. Dick, weil in Wurst ist ja kein Zucker. Nach der Steck ist ja auch kein Zucker drin. Obwohl ich sogar denke, dass in Wurst. Komm, isst die Schokolade, da ist Kindermilch drin. Kindermilch ist gesund. No. Aber ich denke sogar, dass selbst im Wurst ein bisschen Zucker mit drin ist. Ja, ja, klar. Ist auch ein bisschen. Ja, also. Natürlich ist das. Ja, sonst wird dort das nicht schmecken. Das ist so Teewurst hier. 18 Gramm pro 100 ml. Ja, da kannst du auch gleich, kannst du gleich süßen Tee trinken. Erdbeerkäse. Das sind die Wie ist das jetzt eigentlich mit dem Stream? Läuft der jetzt? Das ja, oh, noch Westbahn. Westbahn, Holzminden. Also bei mir muss das seit einer halben Stunde nicht mehr nachladen. Bitte, Boeing. Bitte, also, bitte. Ich kann es sagen. Und Kinderriegel so, haben vollen Milch. Das ist gesund. Richtig. Kinderriegel. Haben voll. Ja, Duplo, die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Ja, zweideutig, sag ich nur, ne? Ja. Ja du, ist schon nach drei. Ach ja. Der wahrscheinlich. 23 Uhr, da dürfen wir das. Der wahrscheinlich längste Zuckerwürfel der Welt, ne? Ja, ja, ich mag Duplo nicht. Ich mag lieber Kinderriegel. Da mag ich lieber Duplo. Weißt du, was ich machen würde als Lokführer? Ich würde mir eine Kinderriegel da hinstellen und schön Energy Drink, weißt du?
Und immer im Sommer hätte ich immer Fenster auf und dann schön den Arm immer so raushalten. Oh, herrlich. Ja, genau. So richtig cool, ja. Ja, mit Sonnenbrille. Ja. Und dann immer so, yeah, moin. Ja, moin. Ich hab 10.000 PS in der Marsch. Oh. Und du? Und du? Aber mit deinem komischen Sportflitzer hier mit 200. Ja. Aber Philipp, wie wär's denn da, wenn du wenn du das Milchbrötchen so aufschneidest, machst du ein Loch rein und steckst du so einen Kinderriegel rein, tust es für 2-3 Minuten in der Mikrowelle und dann... Ja, lecker! Ja, ja, genau. Schau, das süße Milchbrötchen dann noch mit einem Kinderriegel verziert. Ja, genau. Voll Ende. Unser Zug durcheilt jetzt Paderborn, Hauptbahnhof. Sifa. Die östlichste Stadt in NRW. Links, ganz links die Strecke aus Bielefeld, die Sennebahn. Lennart, ja. Du sagtest was mit nach 23 Uhr, dann kannst du ja auch den Beitrag von Boeing-Fan 0604 vorlesen. Lies uns die Kirche von Paderborn. Ja, dann lese vor, wir sind eher. Wo ist denn Zeit, das? 23:36. Ah. Weine. Na, lese doch vor. Sifa. Soll ich das vorlesen? Ja, am besten mit deiner Stimme. Soll ich das vorlesen? Bist du dir sicher? Ich fahr Paderborn! Durchfahrt! Du hast gesagt, ich mach 23 Minuten, kann man das sagen. Also, schreib ja, wie du sagst einfach. Steht doch eben im Chat. Das muss ich doch nicht sagen. Zugbeeinflussung. Ja, genau. Guck Zugbeeinflussung. Da steht was. Da steht was Schönes. Wie lange wir dann die Pause sein? Die Pause 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten. Ja, ich denke, die wird so lang sein, wenn wir dann, ja, das mal... Oh, Eurobahn von Münster endet in Paderborn heute. Würde sagen, wir fangen einfach dann Viertel wieder an. Viertel eins. Ja klar, wir machen eine Stunde Pause oder was? Ich bin so bescheuert. Aber, hä, warum Viertel eins? Wo machen wir dann eine Stunde Pause? Ja, wir haben Viertel vor 12, du Spacken. Ja. Ja, wir fahren doch jetzt. Ja, aber du sagst, Viertel vor eins machen wir Omsi. Bis, Ja, na klar. Wir machen ab Viertel vor Sifa. Eins dann weiter. Ja, ich mach doch jetzt hier keine Stunde Streampause. Na, du fährst doch noch, oder? Ja, ist doch Paderborn schon. Ist schon Ende. Ach so. Ach, wir sind schon da. Ja, wir habt doch jetzt HP 0. Du fährst noch ein ganzes Stück. Ach Mensch, Philipp, sind wir schon da. Ach Mensch, ich will aber weiterfahren. Ja, bitte, fahr noch weiter. Ja, geht leider nicht. Ist leider hier die Fahrt zu Ende. Fahr bis Münster. Ja, Münster geht leider noch nicht. Dann baust schnell. Ja, ich hätte euch bis Hiltrup mitgenommen, da wohne ich nämlich. Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung. Sifa. Hiltrup. Sifa. Sifa. Philipp, was ist die schlechteste Strecke im TS? Hamburg-Lübeck. Nee. Maglev. Nein, du bist es richtig, das heißt ein Maglev. Maglev. Oh. Cool, 0% ja, Auswertung. Warum? Was ist sie da gewesen? Hm? Was? 0%? Ich hab einen verpassten Plan halt? Wo sollte ich denn anhalten? Also, nee. Also, meine Frage an die Kinderriegel-Experten. Ja, schreib. Geil. Die Kinderriegel-Experten. Also, Philipp fährt natürlich mit Morphys Soundmod. Ja, was ist das denn für eine Frage? Ja. So, ich denke mal, wir machen jetzt Pause bis. Dann machen wir rum. Bis 12 Uhr, ne? Jo, so, 20 Minuten reicht, ja, genau. Nach dem Lutschen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Also Leute, bis gleich. Oh, der ist alt. Ja, sehen uns gleich, ne? Genau. Pause bis 23 Uhr. Ciao. Genau, ciao. Pause. Dünn. 24 Uhr.